Einen schönen Samstagabend wünsche ich mir echt doch beim Oldgamer. Mit dabei auf der Talbach ist der Dominik, Servus miteinander. der Tim, sein Sohnemann Servus. und der Jockey. So, ich bin natürlich in Ja, London und grüß euch. sieg's nicht, da hätte ich hergehört, ja. Da hinten stehen, also ich war im verkehrten Hof. War im Schweinehof natürlich. So, grüß euch alle miteinander, Marvin und Volker. Der noch da ist. So. Gut, wir gehen jetzt ganz normal an die Talbach, so wie man alles anfängt. So probieren wir das auch noch einmal. Joachim, glaube ich, tut anfangen zum Dreschen. Genau. Da stehen ja die zwei MP-Trucks fürs Einsammeln schon bereit. Das Stroh. Weil wir haben nichts außer Tiere einmal. Sag ich mal. So. Ja, Marvin, genau ist da. Servus, Marvin. Und dann gehen vorhin ein, was ich da sehe, Danke. für die Likes natürlich, ja. Dann. Ich muss mir jetzt in Johnny suchen. Jetzt, Zusammenhänger? Ja. Wo hab ich denn den hin? Da hinten. Im letzten Eck wieder. So. Sollte ich mal schauen, kurz, ob. Ich will mal ganz kurz schauen, ob wer gesperrt ist. Sorry fürs Standbild. Aber wie ist der Teufel Humbi, habe ich vorher vergessen. In der Hektik. So, ist alles entrümmert, genau. Stürm. Jetzt sind wir mal so gute Galanik. Der Vasali gehen wir dort auch. Der Alex und der Basti sind auch drüben live. Die machen heute einmal was anderes. Aber das hat nichts mit Streiten oder sonstiges. Dann sagt später das keiner. Das ist das einer glaubt, gell? Chris MBD 220 22. Chris MDB. Hi, Servus. Philipp Blümel. Grüß dich. PC. BG kann man tun. Oh, Servus Bastian. Grüß dich. Und danke für ein Like, obwohl ich bei der JTF. So. Das ist interessant. Und da geht er. Da geht er wieder nicht. Ah. Ja, ist klar, so wie ich denke. Fangen zusammen. Ich habe meinen MP-Truck versenkt. In echt. Oh. Was heißt versenkt? Wo hast du denn dahin versenkt? In echt, Philipp? Das ist nicht so gut. Steini, Senior, du hast mir gefallen. Fast 2 Ja, Zentimeter, viere Ittrottel stehen hinter dir. klar. Hab Ist NDP 222. Bist du du Fan, Chris? Nur blöde Frage Nee, einmal. noch nicht. Weil Chris Mountainbike schätze ich aus. Na ja, dann kann das sein. Kommst schon vorbei jetzt, ja. Ja, dann kann das sein. So. Ich fahre nochmal auf Feld 15. Das Hafer. Feld 15. Ja. Okay. Hafer brauchen wir ja. Junior, weißt du das, gell, der was in Ding angehängt hat vorher, gell? In McCormick, gell? Jo. Musst du denn 10 cm zurück, eine schön. Ja, werde ich machen. Arm auch. Ah, das ist sein zweiter Account. Okay, aber dann habe ich richtig gehabt, dass das du warst, ja. Passt schon. Dann Servus, Chris. Ich hab's nämlich, glaube ich, schon mal gelesen, was von uns da. Und ich war mir Servus. jetzt nämlich nicht sicher. Auf welchem Feld hat er gesagt, fangt an? Ja, einmal auf welchem Feld fangst du an? Feld 15. 15 oben, okay. Wird mir sicher einer anschießen. Naja, nicht einmal. Es Ich glaube, ist der ruhig. glaub, der Steini, der Kleine, der ist auch schon mit der 70 groß. Der 75. Na, na, na. Noch nicht? Ein Okay. 70 gleich. Ein 70 gleich. Dann hat er schon mehr gerissen. Dann kann ich ja nicht mehr kleiner sagen. Aber das konnte so die allerwenigsten, glaube ich. Entschuldigung. So. Jetzt bin ich da bei Dinghof.
Der fährt da um, okay. Wenn ich gleich. Ah, da geht's nicht. Da muss ich so rausfahren. Und wer Maibaum stehlen halt, nicht stehlen, sondern Maibaum aufstellen, heute wer für euch? Ist es bei euch auch so Tradition in Deutschland, so wie bei uns eigentlich, mit Maibaum stellen? Ja, also, es ist eigentlich so, man holt den Maibaum, da habe ich draufgesucht und so jetzt einmal da. Holz in Maibaum, dann kommt er in einen Halm und da wird dann so, ich sag mal, zurechtgeschnitzt und ja. Geschnitzt und halt auch bewacht und dann wird er aufgestellt, ja. Okay, aber so, dass denn ein Mädchen anstützt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das ist einer noch nicht verheiratet und der ist mit der so liiert und so weiter, dass der dem Mädchen anstützt. Ich hätte Stroh fallen lassen an deiner Stelle. Ja, ich hab gerade umgeschaut. Also. Das kann ich da jetzt nicht sagen, weil da bin ich in den Brauchtum zu wenig involviert. Jojo, nein, macht ja nichts, hätte sein können, was da. Ja, dann ist was der Handel, der ist ja beim Drachenbein oder was. Ja, warte, mach einer hat so nicht. Ja, so, kein ja. Problem. Hat mich jetzt nur das Verfahren interessiert. Genau so ist es, ja. Bei uns ist das so, das macht er eigentlich bei der Burschenschaft, geht das aus. Burschenschaft, Burschenschaft, ja, keine Ahnung. Einer sagt das so, einer sagt das so. Aber der Fan-Chris, glaube ich, dürfte gehen. Oder der Mountainbike-Chris, ist ja wurscht, mit was er jetzt erinnern ist. Das schaut jetzt nach Martin aus, glaube ich. Ich habe die Brühe zwar unten, aber noch ein Ding. Ja. Genau, servus Martin. Danke für ein Like natürlich, gell, Martin. Hey, grüß dich hier, nicht Fisch, oder? Was hast du gemeint? Der Grüß war jetzt geschrieben, der ist sicher nicht Fisch. Hätte Samstag heute wieder du kein Fisch essen, oder? Ah, heute flackern ein bisschen die Bäume anscheinend. Wir haben es gestern ja. Nicht geflackert. Bei dir auch? Nö, im Moment nicht. Dann kann's... Bei mir auch nicht. Ja, macht ja nichts. Bei mir auch nicht. Servus Martin. Ich fahre mal rundherum. Ja, tu ihn mal. Tu mal. Ist ja kein Problem, warte, ich schau's mal. Ich glaube, das wird überhaupt gedüngt. Ja, was gehört es natürlich nachher gepflügt? Das ist immer ganz logisch. Nein, düngt ist nicht, Kalk braucht es nachher, um Gottes Willen. Ja, ich glaube, Kalk wird die jetzt viel brauchen. Ja, am Anfang glaube ich immer, gell? Aber ich glaube, das werden wir gleich mal einstrahlen. Die Wiesen werden ja noch nicht reif sein, gell? Gar keine wahrscheinlich, oder? Ich denke, die ich auch. Theoretisch schon. Alex lang nicht gelesen? Wie meinst du das? Der Alex streamt ja selber, oder? Du, der ist ja drüben, Martin. Der haben wir selber in einem Stream. Weißt du, der drüben hat, oder? Die machen halt ja die Baumwolle im Prinzip, ja? Wiesen sind Ende reif. Okay, das war super, ja. Gucken wir den noch ein kleines Mal an. Dass wir das erste Futter reinkriegen und wenn es wenigstens nur ein groß oder ein halb war, gell? Ja. Wir können ja das eine einmachen. Wohl nach Koi im Allgemeinen ist gar besser, ne? Für die Futtermischanlage. Genau, ja. Wenn man besser, dann kannst du nicht die Futtermische reinhauen und dabei mal deinen Ding angeben, oder? Ja. Und dann kann man notfalls Ding machen, gell? Habe ich ihn mit Jockey verwechselt. Hey, Martin. Ja, der Alex ist ein Trümmert in dem Stream. Das weißt du, was der Trümmert, Martin? Ja, der, ein bisschen was anderes muss man immer machen. Nicht immer das Gleiche noch und so weiter, gell? Was ist? Hat was ich nicht wollen? Nein, weil wenn der Jockey kommt, dass der wegen mehr Platz hat.
Es klingt so, wo Huschern aufsammeln fahren, oder? Ja, ich lasse meinen Jockey dann ja. umhängen und dann greifen wir an. welche Wiesen hast du noch genommen? Ist da eine da in der Nähe sogar leichter Wiesen? Ich habe genommen die Wiesen 1, 20, 21. Ja, aber mich hinten rein die 23, wo auch Ende reif, könnten wir auch nehmen. Ja, dann nimm die 23 auch gleich dazu, weil die war gleich da beim Förder, oder? Ja, genau. Siehst du? Ja, hat schon. Ja, dann der ist schneller wie ich. Ja, ja. Dann, wenn ich voll bin, dann mache ich es mehr bei hier, oder? Dann fange ich da alles mehr ja, an. Ja, kannst ruhig. Passt super. Optimal. Nein, ich warte dann, bis du voll bist und dann fange ich es dumm, oder? Genau. Ja. Irgendwie. Und muss mir es angewöhnen, das Headset abzunehmen. Wieso? Jensi! Good evening, servus Jensi, boy. Servus, Jensi. Servus. Willst du mal was abtanken, Didi? Jo, ein bisschen was haben wir gedacht heute. Wie viel hast du denn schon drin? Viel nicht, gell? 50%. Achso, eh schon? Okay. Du kommst mit der anderen Vorgewende aus. Knopf, gell? Denk schon. Hafer fressen denn die Schweine jetzt auch? In 22er? Ich hab noch gar keine Schweine gehabt. Ich glaub nicht. Ja. Hätte er das englische Vokabel ausgepackt, der Jensi, schon noch. Ja. Hätte er die englischen Vokabeln ausgepackt. Wurzelfrüchte, Proteine, Getreide. Hm? Weiß, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen. Ja, super. Ja, okay. Ist ja logisch, dass das nicht dabei ist, oder? So. Was hätte der Futtermischer anzubieten? Häckselgut, Kartoffeln, Zuckerrüben. Das ergibt Schweinefutter, okay. Also, den Hafer anscheinend können wir irgendwie verkaufen. Verkaufen. Das ist das Einzige, was wir machen, oder? Hafer, glaube ich, Pferde, oder? Ja, warum auch kein. Ja. Aber ich mit 22 noch nie gekauft. Ja, noch nicht. Oh ja, zu nachschauen, wie es ausschaut. Oh ja, zu nachschauen habe ich mir schon. Das ist der Blödsinn. Angeschaut habe ich mir schon, ja. Oh, mehr nicht. Mhm. Hoppala. Okay, jetzt geht da wieder der Umschalter nicht. Warum geht da nicht? Warte mal. Ist früh oder was? Ja. Boah, da kommt doch wieder ganz schön was raus. Huh? Ja. Materien vorbei. Wo muss sein? Da rührt. Lass es rühren, oder wie? Genau. Ah ja. Oh, jetzt sieht man da ein bisschen was. Der eine fährt auf, der andere fährt oben. Und sie dann so hinten und her. Steht, du bist richtig dafür, ja? Ja. Ja, die Hupe geht auch, jawohl, Hupe geht. Dupp, jetzt. Ah, wenn die Playkamera nicht bald kommt. Hm? Na, die Playkamera, da haut's an hin und her. Möcke! Der Mann von La Mancha, Servus! Servus, Möcke! Und der Chef steht nur rum. Ah, oh, ja, ein bisschen. Sigi! Servus, Sigi, grüß dich. Servus. Zeig mal bitte die Map. Hm, die Talbach ist das, ja? So. Mhm.
Die hat schon in 19 ergeben und ich glaube sogar in 17er, gell? Oder? Nein. Und 19er war es. 19er war es ganz genau, gell? Mhm. Dadurch jetzt eher ein bisschen. Wie viel hast du drinnen? Warte mal, Sigi. Gleich sofort. Mach ich nachher. Wie viel hast du drinnen, Joachim? 31%. Okay, gut. Das wollte ich wissen. Ich sag dann schon rechtzeitig Bescheid. Keine Sorge. Du bist laut. Du bist extrem laut momentan. So? Ja, ja, wirklich. Okay. Die anderen sind zu leise und du bist extrem laut. Und die muss ich ganz kurz. Es gibt ja nicht oft. Eh nur mehr 88%. Na, ist ja wurscht. Machen wir es zusammen. So, da sieht man jetzt gerade den Stein. Jetzt ist gerade richtig, komme ich daher. Oh, wie ich da irgendwo hängen bleibe, ja. Joachim, ich benutze kurz den Johnny, ich fahre ein bisschen in den Hof raus, weil sonst kann ich mich nicht aufzoomen. So. Jojo, tu noch. So, das ist da der U-Hof. Da sieht man gerade den Stein jetzt an Olo, ne? Einfuhr müssen da rein in den Stall haben, gell? Steine. Ja, das war halt an der Junge dann auch. Ja. Wo soll ich das noch geben? In den Stall als erstes Mal. Okay. Ne? So, das ist nochmal der Dinghof. Tim, ich überfrage, ja, stiegst du eh nicht in den Traktor durch den Staub? Ja, wieso? Nee. War da hinter dir noch? Ja. Ja. Jetzt kann ich es nur besuchen. Da haben sie die Beiwahl gemacht. Das ist wirklich wunderschön. Die Talbach war schon in Nenzener. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Dankeschön für ein Like, wie irgendjemand, keine Ahnung. Und oben ist dann der Händler, also ich muss sagen, die Talbach ist eine gelungene Map. Mit einer enormen Fernsicht, wie man dann sehen kann. Schöne Gebäude, Kirchen. Aber ich habe die Konsole jetzt nicht frei, dass ich beginnen kann. Momentan. War mein Like. Danke, Mücke. Muss ja immer da lassen. Na, muss nicht sein, Mücke. Weißt du, was das Schönste ist? Das Erscheinen. Wo man also schreibt ein bisschen, wo man redet miteinander, wo man sich unterhalten kann. Man weiß, wie es in anderen geht. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Also wie gesagt, das ist das Ganze, da herum und haben wir nachher noch in Schweinehof. Ah, die BGA kommen wir nachher sagen, vielleicht. Genau. Aber da, der Wurz. Der Chef bin ich, Marvin. Ach so, okay. Nein, nein, Chef bin schon noch ich. Nein, Chef sind wir alle. Es gibt keinen Chef da. Aha, weiß nicht, uns gehört kein die Tore noch nicht auf. Gut. Wie gesagt, das ist die BGA. Auch ziemlich groß mit Gebäuden drinnen. Dann haben wir noch auf alle Fälle in Schweinestall. Auch dazu. Den haben wir schon. Da werden wir noch was herplatzieren. Da ist noch der Platz frei. Aber das wird noch kommen. Na, Frosch in den Hals. Ich hab keinen Kaffee. Um Gottes Willen. Total schon. Es wurde Genüge getan. Ich sag, da ist Zentrum, das ist unser Hof da und da herum wäre noch ein Gabalon-Unternehmen ist da drüben, gell? Hinten, ja genau. Das große. Das werden wir auch in Betrieb nehmen, das haben wir schon gesagt gehabt. Da werden wir dann die großen Maschinen sie ausbauen, gell? Das geht natürlich nicht auf, weil es uns ja nicht gehört, das Ganze. So 12 Likes. Danke, jetzt auf alle Fälle. 12 Zuschauer, 12 Likes. Dankeschön. Nein, 13 Zuschauer. 13? 11 Likes. Okay. Oder 12, ich sehe das nicht ganz. Ich weiß nicht. 12. Spielt ihr mit Prestige? Nein, nein, Micke, spielen wir eigentlich noch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch auf dem Server. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil manche haben gesagt, es funktioniert nicht hundertprozentig.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie in Nenzener eigentlich nicht wollen. Das muss ich dazu sagen. Im 22er, ich habe mir nicht einmal eine Oberglanz und nicht einmal noch angeschaut. Ich bin ganz, ganz ehrlich jetzt. Möge, spielst du mit Precision Farming? Die würde mich mal interessieren. Timo, servus, Sven, servus, grüß dich, schönes Wochenende, allen miteinander natürlich. Ja, ja, ich fahre da mal zurück zu dir. Mhm. So, 13, 13, 13, 14, jetzt ist es ausgeglichen. Hätte ich gar nicht geglaubt, dass eigentlich jetzt ein bisschen was los ist, dass morgen der 1. Mai ist, aber ja. Freue dann immer wieder. Ah, der Frühling spielt er, okay. Und funktioniert es tadellos, Micke? Aber eigentlich hätte er steinig gefunden. Nikas Pup, kann ich bitte einen Kaffee haben? Zum Testing Singleplayer geht das ganz gut. Ja, bitte. Oh, Steine kommt mit dem Mähwerk daher. Sicher da richtig. Ja. Aber ich muss anzum, die Sicht, gell, von der Weiden her und die Schärfe, ich weiß nicht, ob das im Stream dann so umkommt, ist relativ gut. Wie sie plackern tut man, die Bäume plackern wir. Bei mir schaut es so aus, wie wenn da so ein Wind durch die Bäume geht. Nicht weißt du, dass die sich so. Nein, also man schaut, es ringt ganz leicht flackernd so bräunlich durch, gell? Mhm. Was? Inning ist auch sicher. Das ist die beste Hansi. Hansi, das ist echt super, der Map, ja. Am besten finde ich auch das, was in der Mitte ist: der Waldlehrpfad. Mücke, es gibt keinen Untergebenen. Nein, wir spielen da eigentlich miteinander. Das Einzige, was ich halt nur da tue, ist streamen drauf, gell? Was macht dein Grafik heute? Ja, es funktioniert jetzt. Es dürfte an einem Mod gegen sein, vielleicht, möchte ich ehrlich sagen. An einer Map ist es gewesen, der ganze. Es hat mal die Input-Binding zerschossen gehabt, ganze Zeit, die ganze Woche, jedes Mal. Und die Grafik hat sich komplett umgestellt, aber nicht nur bei mir, sondern bei Dominik auch, gell? Bei dir war es auch Dominik, ja, oder? Ja, ja, ich habe die ganze Woche über umeinander gekämpft, dass das Ding da wieder richtig zum Laufen geht. Jetzt langsam am Wochenende geht's wieder. Ich weiß nicht, was da los war. Jocke ist mein Mann. Ja, ja, ich weiß eh, Hansi. Alle haben was gegen mich, weil es für uns schaffen wird, oder? Ich meine, na, mit Untergebenen, damit deinen Sohn. Also, Micke, ob der mein Untergebener ist, glaube ich nicht. Der hat ein bisschen, mach es mir sogar Überhand. Manches Mal. Aber ich gebe ihn jetzt gerne mal kurz ein, er braucht eh noch da sein. Weil dann hat er wieder keine Zeit, jetzt gehen wir selber einen Kaffee holen, weil Oberlassen hat er mir noch, aber bringen tut er mir nicht. Er spielt die alle auf 4K, nicht ganz. Ich ganz spielen auf 4K. Spielen wir nicht. Auf 2K kann ich streamen, oh, ja. Auf 4K kann ich nicht streamen. Du spielst auf 4K oder was? Dominik. Ja? Du spielst auf 4K? 2K. 2K, eben, denke ich mal, ja. Ja, ja, denke ich mal, ja. Ja. Ja, du brauchst einen richtigen Monitor dazu. Da kostet das richtig. So einen Monitor so. Richtig, ja. Mhm. Obwohl meiner gebogener ist ein Samsung mit, ja, Bibabo und egal wie was noch, gell? Aber auf 4K, nein. Aber auf 2K probiere ich immer zu streamen. Dabei funktioniert es noch. Manchmal schreibt man halt YouTube seinen eigenen Flair, aber ja. Ja, ja. Den kann ich dann schon teilweise mittlerweile gut leben, gell? So, wie gesagt, ich hoffe, es können alle schreiben, die wo sie da sind. Zwar geschaut, gesperrt wird keiner. Also YouTube hat man keinen gesperrt. Irgendwas ist jetzt. Ah, oh Gott.
Ja, ich habe ja nur Full HD und 4K zu zocken, muss ich auf dem PC 75 Zoll TV anschließen. Ja, okay. Genau so ist es auch, ja. Maria, Servus Maria, grüß dich. Einen schönen Samstagabend dir. Servus. Ich weiß, du tust von der Mama ein Handy, was ich damals weiß, gell? Mach ja. Ja, aber weißt du, da brauchst du die richtige Karte dazu und alles, gell? Das ist das Problem oft. Aber 2K ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal 1001, möchte ich sagen, gell? Und überhaupt durch den neuen Brünn habe ich überhaupt eine super Grafik. Ich sehe mal was, gell? Und nicht nur alles verschwommen. Meine Frau hat gesagt, das soll es wieder zurückgeben, gell? Sicher jetzt gerne Futter. Das ist nicht so gut. Dir hat das nicht so gefallen heute, gell? Wie ich es gestern geholt habe. Hast du es beim Putzen recht kritisiert? Nein, nicht beim Putzen. Ich hab doch gesagt, du hast doch ganz viel mal auf der Seite. Gib dir Brühe, aber gib's zurück. Ja? So wieder zurück in so einen Optiker, hat's gemeint. Joachim, füllst du da noch an und dann nimm ihn gleich kurz mit. Ha? Ich hol mir wirklich einen Kaffee, weil sonst drücke ich das nicht durch. Hallo! Hallo Niklas! Servus! Servus! Herr so gesehen, servus! Servus, Herr so gesehen! Und los geht's! Hashtag Niklas! Moin moin! Oder grüß dich, oder grüße. Ist egal, jeder sagt's anders. Genau. Ich muss jetzt einmal meinen Lenker anbauen. Jo. Oh, Herr so gesehen. Der Herr so gesehen sehe ich da gerade. Gute, servus. Ja. Servus, hat es ja. Oder auf Österreichisch, glaube ich, grüß euch. Ja, oder grüß euch, ja. Ja, mein PC läuft auch ein bisschen warm. Ich bin nicht der Didi. Ich bin der Herr Niklas. Der Herr Niklas, ja. Ja gut. Wie geht ein Hirsch weg? Servus, ja. Hallo, bin ich schon... Bist du schon leer? Joachim, bist du schon leer? Ja, ich bin schon leer. Und fährst du los? Ja, ich hab kurz ein Lenkrad. No. Der schnauft sein Lenkrad gerade hin, Niklas. Achso. Ja, wohin? Auf dem Hof. Ja, wo ist auf der Talbach nochmal der Hof? Dann muss ich jetzt selber gucken, wo ich bin. Also, ich bin da. Okay.
einfach nur ganze Zeit geradeaus. Bitte mal geradeaus, bis hier eine Kurve kommt. Ah, bei der kenne ich mich ein bisschen aus. Aber nicht so viel. Für die Mappe. Die abbiegen. So, dann muss ich schon abbiegen. Ich kann mich null an diese Talbach erinnern. Habe ich die Talbach schon mal gespielt? Warum stehen da Fahrzeuge da vorne? So, warte, jetzt noch fehlt 7. Ups, Auto gerammt. Wieso tust du das, Niklas? Ich hab nicht kurz geschaut. Upsi. Kurzen Rückwärtsgang reinlegen. Ich habe das Auto null gesehen. Ja, das hast du nicht sehen können. Also was soll ich? Ich müsste jetzt lesen. Also dann, bis nachher. Jo. Bis nachher. Ja, ich mag schon. Ach so, ich bin schon wieder da. Jetzt sitzt man an der Mauer fest. Gut ist. Es kommt. Ja. Was? Jetzt. Ja, passt, ja. Abello. Ben Stuttgart, hallo zusammen. Grüß dich. Schönen guten Abend dir. Abellio. Hoppala, ja. Kann ich mich nicht mehr ausreden. Hab ich es vergessen. Ach schon. Ach so, warte mal. Wo haben wir dann? Upsilo. Das ist ja für mich. Ja, aber da wo ich jetzt bin, glaube ich. Stefan, grüßt dich, sehr was. Achso, ja, das ist ja recht Blödsinn. Ich habe jetzt glaubt, das ist etwa der Fermentierer, weißt du? Mhm. Haben wir schon mal nein. Der hat sein Ende ausgeschaut, gell? Mhm. Ja, und Dankeschön für die Likes natürlich. Von DSW 2. Momentan nicht richtig. DSW. Wo ist DSW schnell? Keine Ahnung. Star Wars vielleicht? Nee. Nein. Ich hab keine Ahnung. Momentan nicht. Appellio. Muss ich ganz ehrlich sagen. Momentan jetzt wirklich nicht. Joachim, auf welchen Feld bist du? Weiter geht's, Feld 7. 7. Jupp. Also Schatzi, wenn er freie Kapazitäten hat, kann man bei mir schon mal das Wenden aufmachen. Okay. Warte, ich fahr schon raus. Hey, hast du mich nicht gewarnt, ha? Du schon her. Nee, ich hab gedacht, du schaust nach links und rechts. Nein, schau ich nie. Warum fährt der jetzt nicht? Ja, aber du musst doch rückwärts fahren. Bin ich schon. Ja, du stehst nicht im Weg. Ja, warte, ich fahre in rückwärts gegangen. Ja, warte, ich war's doch. Schau's nicht. Ja, ist schon gut. Nachricht zurückgezogen.
Brauchst du nicht eine Nachricht zurückziehen? Okay. TSW Trend Simulator. Nein, den habe ich nicht, aber ich glaube irgendwer, das kann jetzt dann noch sein, den hat der Alex der Krieger gespielt, vielleicht dass er da mitarbeitet dabei. Kann jetzt leicht nämlich sein, gell? Aber Nachricht brauchst du gar nicht zurückziehen, das ist kein Problem. Auch wenn du dich verhaut hast, das ist ja nichts dabei. Das stört uns ja nicht. Das fällt da hinten, wo der Joachim jetzt ist, das hat mir immer Nerven gekostet. Wieso? Mit 22er. Hm? 19er waren schon, ne? Nee, das fällt, wo er jetzt ist, 7er. Ja. Irgendeine Ecken habe ich immer vergessen gehabt. Na gut, pass auf Joachim, ich lasse den jetzt da mal kurz stehen, okay? Mhm. Und nimm einen anderen und vor, jetzt ist hier eh der Landini, ist am Hof, glaube ich, irgendwo. Jawohl, rennt der Motor da? Nein, irgendwo rennt der Motor, wahrscheinlich kann man Joachim sein Rennen lassen, ha? Nein. Oh ja, doch. Nicht geworden? Nein. Na, also kannst ruhig. Erst wenden, noch eine Stunde beim Joachim eventuell einfahren und dann. Komm mal schwarten, erst wenden. Jo. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, würdest du die jetzt wenden? Genau, ich wende jetzt noch schnell und dann kann er noch schwarten, weißt du? Weil der Joachim fängt eh schon an. Erst haben wir überhaupt einen Wender? Oh, ich weiß nicht, muss schauen. Ansonsten müssen wir an. Ich glaube, ich hätte jetzt gar keinen gesichtet. Ja, haben wir. Okay. Ja. In der Rahne halt hinten drin wahrscheinlich. Die Halle steht da nicht, wo der Schwader steht. Da wo ist Mähwerk drin, ja, war ja drin. Ja, da wo ist Mähwerk drin, wo schauen wir dir die? Ich komm schon, wo du stehst, ich sehe dich schon. Ja. Da in der Nähe muss ich. Warte, gegen die Mauer. Ich war jetzt gegen die Mauer gefahren. Ich glaub, da ist eine Durchfahrt. Also das Gewicht wäre normal bei denen nicht brauchen, gell? Na, schauen wir mal, was ist denn für ein Wender? Wo ist das denn noch? I am coming, oder auch nicht. Warte, ich stelle jetzt extrem Hilfe raus, schweren. Super. Wo steht das? Ich sehe die aber nicht. Ah, das steht jetzt wieder da vorne. Ah Gott, da bin ich gerade vorbeigefahren. Scheiße. Du kommst nicht rein, gell? Also, du hast ihn umgeschmissen. Warte, trennen ein bisschen. Trennen. Ja, genau. Jetzt schon. Dankeschön. Bitte. Ja, normal brauche ich da kein Gewicht. Das lasse ich da, das Gewicht. Vielleicht brauchen die ja einer. Du bist ja Main, glaube ich, gewesen auf der. 23. Auf der 23, das war dort oben, wo wir vorher Ding gemacht haben, gell? So sieht's aus. So, okay. Die Hundehütte geht auch recht gut. Unser Hund geht auch gut. Da habe ich einen 19er gehabt, den Vorfüller, den kleinen, immer ins Haus reinfahren, in den Hof einfahrt und die bei der Ausfahrt erwischen. Dann fahren wir mal die andere Seite. Wollen wir noch was nehmen? Jo, ich würde schon sagen, weil wir werden als erstes für die Produktion ein bisschen eine Silage oder was brauchen, oder meinst du nicht? Okay. Ja, dann hau ich mal.
Weißt du, dass man ein Feld, hätte ich mir vorgestellt, so mit Dinge zu machen, mit Heu und das andere. Okay, hast du. Hast du, welche Mähwerke hast du? Hast du da Schwader? Blogger Lager? Nein. Dann macht er nichts, kannst du jetzt am Schwader. Um eh alles, ja. Bleib stehen. Ich glaube, das geht jetzt da oben, gell? Ja. Warum weiter wieder? Normal sollte jetzt diese Wiese sein. Die nächste. Aha, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Oh ja, war ja richtig, ich bin nur vor, ich bin nur zu früh einbogen. Na schauen wir mal, da wenden können. Landini hat ja einen Endschlag. Da nicht. Ja, da war jetzt auch gerade recht so hoch. Was war denn das, man ferner? Achso, das ist der Pferdeding, gell? Ja, ja. Genau. Schaut aber auch nicht schlecht aus, oder? Mhm. Aus, hopp, hopp, hopp. Wo waren die Einfahrt? Auf der drüben Seite wahrscheinlich, gell? Nein, auf der Seite, wo du das bist, also auf deiner rechten. Ja. Vorm Wald, da kommt ein paar Bäume und da davor. Okay, ich bin jetzt bei den Bäumen. Da ist eine Einfahrt nochmal. Je? Warte mal, ich guck. Da, ja, genau, da. Na? Die Einfahrt kommt vom Feldmannspiel, da muss ja. Ich jetzt auf das Erste weiterfahren. Und dann ah, auf der drüberen Seite, hinten, gell? Genau, genau. Genau. War schon. Die Einfahrt vom Feld habe ich gemeint gehabt, ja. Ah, okay. Ich hoffe, das haben sie braun markiert, ha? Haben sie es? Hast du es geschaut, Nacker? Was machst du braun markiert? Warte, die ein. Ja, da hab ich schon. Hab schon gefunden. Achso, geht ja dann. Bumm, das war ein großes Feld, ha? Mhm. Da war aber nichts gedüngt wahrscheinlich, gell? Oder ja. Es geht gar nicht, glaube ich, gell? Nein, ich glaube, das geht nicht, ne? Ich glaube, das geht. Das geht, glaube ich, gar nicht. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Ah, der geht nur mit 15 km/h. So, Arbeitsbreite, haben wir eh die richtige. Ja, tu noch. Kein Problem. Ich bin auch mal schon weg. Mhm.
Ist ja kein Problem, das haben wir ja doch. Gut, dass der auf der Hydraulik ein Belastung, Ding hat. Ist das noch eine große Wiesn, was du jetzt machst, Dominik? Jo. Hätte noch mit AKW Motorsäge suchen können. Also habe ich dir dazu, glaube ich, gell? Ja. Hier schläft der Chat jetzt momentan. Der Chat. Und das geht schon wieder was nicht bei YouTube. Das ist nämlich auch möglich. Hast du die Einstellung wahrscheinlich nicht da? Ja, habe ich gerade vorher angeschaut, gell? Aber es war schon ein paar Mal, das werden streamen mal. Was gesperrt war, das kriegst du dann gar nicht so richtig mit, gell? Wow. Wenn so Bot-Angriffe kommen. Ja. Bin wieder da. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen in der Kamera. Oh, geht sogar schnell. Okay, jetzt dürfte die Grafik da passen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, in der 90 da 60. Du, das war ein Mod. Da kannst du sicher sein. Wie schaut es bei dir überhaupt aus, stehen bei deinen Einstellungen, von der Ding her, die FPS? Aber ich habe jetzt das vor Nvidia da drin. Mhm. 60 FPS. 60, ja. 75% bis 80% noch für Auslastung von der Grafikkarten. Ja. Super. Dann bist du ganz gut dabei, ja. Tag war gestern schön. Wieso, Marvin? Spricht warum? Hast du den Set fertig gemacht, Joachim, da unten? Ja, habe ich. Oha. War nicht mal mit, oder? Bis auf die großen Sticker, die sind reingegangen sind. Weil ich tief so mit meiner Freundin gechattet habe. Okay, schön.
Denke mal, irgendwann muss noch los mit den Zuschauern für den 1. Mai. Also 1. Mai ist erst morgen, aber den Ding, das gibt's gar nicht. Ich hätte nicht einmal gedacht, dass so viel heute so sein wird. Ich komme in 5 Minuten wieder. Du gehst nicht schon wieder hin, Alter. Wir sind heute wieder nur im Fußtrainer. Nein. Nicht andauernd. Ich bin gleich wieder da. Aber wahrscheinlich wird die Date herkommen. Ah, genau, ja. Jupp. Hast du was zum Essen geholt? Nee, der wird glaube ich krank. Oi. Ist ihm nicht so gut oder was? Ja, wegen warm ist er. Oh je. Und, der Auspuff, weißt du? Mhm. Ja, ja. Irgendwo was eingefangen, ha? Ja, ja. Warte, dann brauchst du nichts sagen, dann geh einfach. Weißt du, was ich mein? Wenn sie es. Musst du nicht unbedingt immer gleich anmelden, gell? Ist ja kein Problem. Ich kenn das. Wenn es nicht so hundertprozentig ist. Diesen Bikes weder um momentan. Also wenn wir aufgestanden sind, da hat die Sonne geschienen, aber jetzt ist er drüben. Mhm. Also bei uns war es Gott sei Dank heute noch schön. Wirklich Gott sei Dank. Mhm. Ah, warst du jetzt auf dem Bauernmarkt? Ja, waren wir. War mal am Bauernmarkt. Ich war aber gar nicht mit am Bauernmarkt. Ich habe inzwischen Rasen gemäht und die Reifen gewechselt beim ihren Auto. Da haben wir es noch nicht umgehabt, die Sommerreifen. Die habe ich dann raufgesteckt und komplette Rosen gemäht und hinten ausgetrimmt. Naja, warte. Eben in Traktoren, aber ja, bis 1500 Quadratmeter ist auch Fläche. Oh ja. Du hast da ein bisschen zum Fahren. Da hast du recht, ja. 21 Grad, super Marvin, ja. Ja, ich glaube, bei mir haben wir auch so 22 gehabt oder was, gell? Ich bin überlegt, ob ich nicht mit der FFP2-Masken machen soll. Das erste Mal. Ja, weißt du, wegen die Pollen, was? Ja, ja, freilich. Und auf, da habe ich schon einmal gedacht, oh, ja, ja, ja. Aber bis jetzt halbwegs angenehm. Aber dann haben wir gedacht, dann schauen wir die Nachbarn auch wieder deppert an. Sonst rennen die mit sowas um und um und da waren wir daheim im Garten. Also, ja, daheim. Oder Mutter drüben halt eben. Das kommt dann auch nicht so gut an. Ja, ja. Ja, leicht merke ich es, aber es ist nicht so arg, gell? Ja. Müssen wir mal schauen, wie es mit unseren Wildenten da hinten geht. Jetzt sind wir da in der Wohnung auch, gell? Da bringt ein Gärtner dazu, gell? Und das sind das erste Mal jetzt. Und hinten geht so ein kleines, ja, kleiner Bach, Dümperchen oder keine Ahnung, wie man das sagt, vorbei, gell? Und da sind jetzt 3 Wildenten auf einmal gekommen, gell? Ah, cool. Das ist eine ganze Zeit, halten sie sich da auf, gell? Was Rosen man kann machen, was willst du, gehen gar nicht weg. Ah, cool. Also schon, weißt du, aber sie haben kein Problem mit Menschen, sagen wir, gell? Ja, ja. Die werden jetzt in die Familie integriert. Ja, so auf die Art, gell?
So schön, wenn sie irgendwas tut. Ja. Ah, okay. Joachim, wieder da? Wenn geht das Mikrofon, das irgendwo so krampft. Der Samstag ist das eine immer mehr Leute, das ist klar. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen? Moment. Der ist voll wacker groß, der Acker, du. Hä? Der ist wacker groß, der Acker da bei mir. Echt? Aber der ist schon... Deine schon nicht schon ja. Groß, aber der... Das klappt mir gar nicht, du. Der war grob geschaut, ja, und man denkt, wieder Schwede. Ich hab wirklich auch grob geschaut, ja. Oder man schon denkt, bis zum Eis, das nimmt ja nie ein Ende, doch. Das nimmt ja da nie ein Ende. Das Ganze. Wollen wir rumgehen. Das andere dann wäre dann sowieso Ding. Oder? Das Team da, oder? Oder ist der Team jetzt weg? Dominik. Der ist da. Ich bin da. Also, ich bin da. Tust du dann zusammen schwadern oder was machst du jetzt? Team? Ich bin gerade mal Hai weggefahren, aber ich kann dann schwadern. Hai, Hai weggefahren? Ah. Ja, vom Ei fahren noch. Ich fahre gerade Stroh ein, das ab, okay. Dann schwarte. Denke mir ja. Hai, Moment, das mache ich erst gerade. Das groß für dich, wollen wir das zur Silage pressen oder das Ei fahren in Silo, gell? Ja. Wir haben aber keinen Fermentierer da jetzt drauf, da messert man, platzieren, ja. Wie es du willst. Fahrsilo. Oder das können wir in Fahrsilo auch machen, ja? Wir haben ein ganz Fahrsilo und ein Gras. Okay. Aber was ich jetzt fast auf welche anderen Wiesen, wenn, dann müssen wir da mal, Ding, da werden wir jetzt Silageballen machen,
und lagern die, oder? Genau, ist mir okay. Ist alles okay. So wie du es beschließt, ist okay. Weißt du? Wie sag ich, wir dann nicht miteinander spielen. Ist okay. Genau. Wenn du es meinst, machen wir es so. Und du hast sicher recht, oder? Wir werden das Ding noch ein Mais reinfahren, einsilieren, oder? In die Silo. Genau. Ja, ja, ja. Weil da kommt sicher mehr zum, mehr oder weniger. Ja. Da oben, weil der Nightbot durchgerannt ist und war bald in der Zaun gefahren. Aber mit den Ladini. Vorwärts ist es gar nicht so schlecht, weißt du das? Aber mit der Schalterei, warte. Ich meine, gut, okay, ich fahre mit Shift, das ist schon klar. Aber es funktioniert eigentlich da los. Ja. Liegt da immer noch Stroh, Tim? Bei Jogi, da liegt noch ein bisschen Stroh, bloß der fährt halt jetzt gerade nicht weiter, der Jogi. Achso, ja. Der ist sicher sich einer lassen und alles. Weißt du, wenn es der braucht? Der wird heimgekommen sein bei der Mutter, die ist ja operiert worden, nicht? Jo, jo. Passt schon. Es sind nur noch drei Bahnen, aber es sind keine Bahnen. Mhm. Sitzt du drin im Mähdrescher? Ja, bin wieder da. Ah, ist ja schon da. Nee. Hat sich schon übrig. Ich hab nämlich gerade gefragt, ob es drinnen sitzt oder was, hat der Mähdrescher. Ja, ich war raus. Ja, aber ich bin erst gerade im Moment fertig geworden. Also. Aber warte mal, Junior, du musst jetzt nicht schwaden. Das ist ja Quatsch. Schwaden? Nicht? Doch. Nein. Nicht? Ne, weil der Titi soll schwaden, wenn es geht, oder Titi? Wäre das ja in Ordnung? Der Junior fährt dann ins Ei und du tust bei mir schwaden und ich pressen. Okay, gut ist. Jawohl, Chefe. Da braucht der Junior jetzt den Umspanner, welcher. Ja? Du bist ja, okay. Ich bin nur Bike gefahren. Also, ich stelle dir einmal oder zwei welche im Kaff. Ausgang stell ich dir den Schwader hier. Ja, wo steht denn der jetzt überhaupt? Wollen halt die schneller machen. Jo. Achso, weil ich wollte gerade den Schwader da rausnehmen dafür. Okay. Ich hab den schon hinten oben. Achso, okay. Welcher Schwader ist denn? Ketscher Dominik, ich warte mit deiner Aussage. Oh, ich kenne die Marke nicht, Didi. Okay, passt, da denke ich dir auch eine Grüne. Der Grüne. Ja, 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 ja. Das war, glaube ich, das 1er-Feld, gell? Als erstes. Nein, oder welcher Süd als erstes? 20, ja. 23. Was 23? 23, oder? Das 23er ja. Habe ich jetzt gerade mit Heu gemacht. Und das 1er willst du ja pressen, oder? Ja. Das sollte dann ja, nicht. Mir ist jetzt im Endeffekt egal, was du als erstes schwaden tust. Na, weil dann hast du keine Arbeit. Ja. Pass auf einmal, Tim, schwaders zusammen. Ja. Schwaders kurz zusammen. Bis der Joachim so weit ist, schwader das zusammen. Ich hol mir einen Schwader, ja. Ich hol mir einen Schwader und komm zu okay. Dominik um. Ich glaube, das ist jetzt das Gescheiteste, ha? Wenn wir es so machen. Ja. Ja, bei mir dauert es ein bisschen. Eben. Ja. Ich hab verstanden. Ja. Und ich fahre zum Dominik hin, schwadern auf das größere Feld. Und dann kann er noch erpressen, auch gell? Ja. Ja, das musst du jetzt Silage bauen, gell? Ist ja wurscht, genau. Welche jetzt nimmst, die Wikern oder die Böttinger. Mir ist das gleich, das was du willst. Obwohl, ich will, wenn wir es gleich kaufen, weil wir brauchen sie sowieso. Punkt, das ist groß. Ich sehe das schon bei der Weidend.
Das ist aber ordentlich groß. Ah, da gibt es wenigstens keinen Zaun rundum, gell? Ne. Ah, endlich haben wir was gehört, ja. Ob jetzt hat es gestockt. Das ist Kampfgarten. Das kommt, ja. Ja, ja, sag ja. Ja, Fußgänger, geh schnell ein bisschen. Mit einem Landini bin ich auch noch nicht gefahren. Das ist jetzt auch anscheinend eine Premiere. Ja, ja. Dann war ich eigentlich der Dominik begegnen, den wir mal stark an. Jo. Ich fahre gerade ins Dorf rein. Am Abschied. Ich komme da gerade bei einem Ding aus, sogar von Händler aus sozusagen. Ja. Da war die wo da mal. Ja genau, ich komme jetzt schon gleich. Ich kann nicht rechts so wie oben bin, glaube ich, gell? Ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Da steht ein Auto nämlich auch, so man denkt, ich muss ausschauen. Okay. Kann ich da links so wie fahren gleich, oder? Na, davor eigentlich, und dann geht's dann mal ganz unten am unteren. Also genau, geht's rein, ja. Ja. Aber ich glaube, da ging es jetzt auch schon rein, gell? Moritz, der Coole, wie geht es dir? Servus, Moritz, grüß dich, ganz gut. Und dir? Hoffe, dir geht es auch so gut. Weißt du, ob beim Fellerbeck dort in der Schwader auch dabei ist, wie beim 19er? Ja. Nö, nur so. Ohne Frage. Messert aber dann eigentlich 100 sein. Ja. Das Fellerbeck? Nö, das war nur so eine Frage, ob das überhaupt dabei ist. Achso, ja. Da wo sie war, ist schon dabei, gell? Ja. Auch, oh, ja, das ist gut dann, ja. Moritz, der Coole, wo kommst du da her? Von welcher coolen Stadt oder Dorf kommst du? Ja, ich bin aus Österreich, genau. Und zwei sind aus Österreich, der Jockey und ich. Und die anderen zwei sind aus Bayern oder sprich Franken. Genau. Immer aufpassen. Ja. Kriege noch ein Schimpfer. Halt, Moritz hat, der Coole hat er weg dann, nur mehr Moritz. Niederbayern, okay.
Dann hast du ja kein Problem, mich zu verstehen, nehme ich an, Moritz. Schön, dass du uns da zuschaust ein bisschen. Oder ein bisschen länger. Die Pflegeln zwitschern sich da ans Ober neben mir, hört bis an euch. Dominik, geh du dann, wo bist du eigentlich? Hast du schon angefangen zum Pressen? Ich bin jetzt gerade beim Käsekuchen schnabulieren. Ah, du noch, weil dann habe ich nämlich die Chance, dass ich oben aufhören kann, zweimal, weißt du? Genau. Weile, na, das ist gut. Ich sprich eigentlich in der Mundart oder ich stream. Das heißt, meistens werde ich fast gesagt, immer. Außer es versteht mir wirklich einer kurz nicht, dann gebe ich andere einfach. Aber sonst gegen wir eigentlich die Mundart. So, was ist denn da jetzt besser? Runter oder rauf? Runter. So. Okay, das spielt ein bisschen. PC. Steht aber, glaube ich, in der Beschreibung. Na? Oh ja, steht eh. Hoppala. Auf PC. Ja, wir haben erst aber die Talbach angefangen. So zu viert jetzt diesmal. Ja, und das Projekt. Lass mal da so probieren. Ja, ist gut. Spielen. Und da weiß einer halt Mods genug oben, aber der ist halt da gestanden. Der Landini, und deswegen fahre ich jetzt einmal mit einem Landini. Da abwechseln. Ja, das ist es. Nicht immer mit Händen von dir, was ich sonst immer vor. Oder auch Steirer. Aber Steirer wollen wir halt wieder weg. Ja. Aber jetzt kommen eh, glaube ich, ein paar. Richtig, mit allen Mods. Internet, eigene Mods haben die auch und so weiter. Was spielst du? Bevor ich da was sag, muss ich mal fragen, was du spielst. Dann. Hätte ich schnell ermitteln. Bisschen was zum Beispiel. PC, okay. Wir haben der Alex Gami und der eigene Partner, wenn du mit dir interessiert bist, das sieht man bei uns für die Videos bei mir. Wenn du vorher eine schaust, PC, Xbox, okay, also beides machen. Beides. Dann kannst du mit Ausrufezeichen Asbach eine schreibst im Chat oder Garten oder in Discord bei uns, kein Problem, kannst du dir die Asbach dann runterladen. Wenn du Lust und Liebe hast, ist noch einem bayerischen Ding nachgebaute Karte. Du kannst ein Video vorher dazu anschauen oder ein Streamerstückel, da sieht man die Karten. Heißt Asbach. Und von Basalik immer. Von Alex K. Jetzt haben wir was. Das werden wahrscheinlich noch ein paar mehr folgen. Ein paar Mods, muss nicht unbedingt Karte sein, sondern was anderes kommt auch folgen. In der nächsten Zeit ist leicht möglich. Wo siehst du da, Dominik? Jetzt kommt es mir erst. Ein Käsekuchen? Hab ich schon, den habe ich schon auch inhaliert.
Okay. Käsekuchen? Käsekuchen, ja. Wie ist das Bike eigentlich, gell? Ist das so wie Topfen eigentlich oder reiner Käse? Nein, nein, kein reiner Käse. Das ist mehr wie Quark. Doch, Topfen. Okay, ja. Das ist jetzt genau stimmt. Meine Frau fragen, weil. Na, so passt schon. Ist schon okay. Ah, das ist ja auch gern, ja. Sowas ist ja auch gern, aber es sagt nämlich immer Käsekuchen, gell? Okay, werde ja. Ich machen. Ja, kein Problem. Ausrufezeichen, sie heißt das Ausrufezeichen, keinen Abstand. Asbach, A, S, Wartes B, A, R, A, H, C, H, Asbach. Dann muss das kommen. Wenn man Lust und Liebe hat, das ist kein Zwang, das ist kein Ding. Die gibt es aber nur da beim Mainstream, beim Basalik immer seinen Stream, auf dem Discord bei mir, sonst gibt es. Danke für ein Like. Irgendjemand. Ich denke mal, du wartest mal jetzt. Und hier dein Abo. War jetzt nächste Mal nicht zu spammen. Er hat nicht gespammt. Marvin, ist alles okay. Der hat nur ganz normal reingeschrieben, aber sonst keiner. Dafür ist er hintereinander ein paar Mal. Moritz hat sich ganz korrekt verhalten. Marvin. Ah, die Böttinger genommen, ja. Was steht die, was das selber. Ja, genau. Verständlich. Im Mod mehr oder minder, gell? Genau. Was für Ballen machst du, Steine? Die Lauscheballen. Nein, Größe. Ach so! Oh ja, das geht ja bei der. Oh ja, normal schon. Hallo? Hallo, hallo? Wieso kannst du bei denen die Größe nicht einstellen? 1,25 Meter schon. Ja, 1,50 Meter haben wir immer gehabt. Aber passt schon, ist schon okay. Ja, nein, das habe ich umgestellt. Ich habe gewarnt, ich habe gewusst, dass man das bei der umstellen kann, deswegen. Aha. Oh, das ist jetzt von Fehler rückwärts. So. Ist ja wurscht, du kannst es eh bei uns 25er lassen, ist ja nichts dabei. Aber nur dann wissen wir es, wenn man das Ding tut, was viel Großes sein, gell? Ja. Also jetzt habe ich dann praktisch umgestellt auf 1,50. Nein, jetzt glaube ich, jetzt müsstest du das lassen, oder? Ja, weil sonst passen sie am Wogen nicht auf, gell? Beim Einsammeln. Beim Autoload, beim Selbstloader. Ja, ich weiß nicht, mit was muss lohnen. Ich habe jetzt keine Ahnung noch. Nein, ist ja jetzt einmal wurscht, das sind ja jetzt zwei. Genau, so drei ist es. So ist es, ja. Passt schon. War nur eine Frage. Ja, ja, wenn es mit dem Autoload ist, dann ging es nicht auf. Ja, dann können es nur so haben und einmal so, gell? Ja. Sammler, ja. Mhm. Soll jetzt Hänger sein? Ist voll, Didi. Ja, okay, ich muss jetzt aber kurz schwadern. Alles, den habe ich dir erst hingestellt. Wurscht, wenn nicht halt. Ja, wenn nicht du dann bitte war dann gar rausladen, ha? Wenn mich dann Dominik das zum Schwadern. Aber da kommt schon was zusammen, ha? Ja, ja. Ich merk's gerade, weil da geht's nicht mit flotten Schritten dahin, ha? Nee. Nein, das muss ich noch Umazönerei machen. Aber wurscht, geht schon. Ich sehe nichts. Ja, weißt du, das macht jetzt 9 Meter. Fast 16 Meter ist das schwarz, gell? Das merkt ja. Man dann schon, gell? Ja, ich,
wohin verkaufen gleich oder? Ja, das andere habe ich eingelagert, und wenn die Verkaufsstelle in der Nähe ist und es passt, dann hast du verkauft. Weil Hafer haben wir jetzt eh, 24 Tonnen haben wir drinnen. Und da dann auf die Idee kommen, dass er Gigerer machen will, also hoppati hoppati. Und mein Not für einen Hafer. Gigerer, da brauchen wir Weizen. Ein Weizen? Nehmen wir das schon wieder keinen Hafer? Nee. Super. Nee. Was nimmt dann Hafer? Pferde. Also in der Wirklichkeit passt es, das hat, also, nein, ist aber nicht. Ich habe einen gehabt, die haben Hafer gefressen, aber das macht nichts. Na, also der Hof ist am nächsten. In der Schweiz schaut es anscheinend anders aus, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, du bist dabei im Scheinuniversum. Ja. Die haben andere Gigerer. Ja. Die haben die Weizen-Gigerer, ja. Ich glaube, schön, dass er da drüben bretzen tut mit dem MB. Welchen hast du denn? 150er oder 180er? 160er. Ah, okay. Ja, wenn ich mit alle zwei Sachen daneben kriege. Ah ja, der 150er hätte die schräg haben, gell? Genau. Den hab ich. 150er. Okay. Da kommt ganz schön was rüber. Joachim, hast du den Streamer open? Oder Dominik, jetzt habt ihr, sind sie jetzt 15 oder sind sie 16? Bei mir zeigt es im Moment auf dem Handy 12 hoch. Okay. Ja, da gehört aktualisiert, machen sie mal, gell? Ist ja das. Was, 15 oder 16 die Likes? Likes, ja. 17. Aha, okay, bei mir sagt es nämlich nur 15 auch im Studio, gell? Ah, ich hab mal einen Zuschauer. Also, ja, das sind 10, ja, momentan. Gehen die hier. Ja, wenn ich mich gescheit ausgedrückt hättest, hättest du gewusst, gell? Was ich meine. Ja. Muss gleich tanken fahren oder was? Oder ist der Traktor jetzt klar? Ich muss jetzt schnell zum Händler den Ladedruck ein wenig erhöhen. Passt? Den Ladedruck ein wenig erhöhen. Ich habe jetzt zwar schon ein wenig aufpumpt, aber das war anscheinend ein wenig. Ja, die Presse braucht Kraft. Ja, ja. Vor allem die. Schwadern, ist das nicht schön? Ja, Volker. Du sagst das, ja. Du sagst es. Schwadern pressen, das ist immer das Gleiche, ja.
Ich hätte gern die Presse bedient. Ja. Ja. Die Talbach ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein ziemlicher kleiner Karten. Es ist momentan nicht wirklich was Großes. Schon was Großes heraus. Gestern haben wir sich was angeschaut, aber das ist absolut nicht fertig. Also die Map braucht noch einiges, gell? Und die andere ja. Auch, gell? Das, wir haben jetzt ja ein paar durchgeschaut, aber es ist nicht wirklich momentan groß, was Großartiges da. Rechne jetzt was Neues, Großartiges, sagen wir so mal. Machen wir es mal, braucht man ein bisschen Abwechslung, sag ich mal. Oh ja. Da geht es immer um die Texturen, um die Landschaft und um das eigentlich. Gell? Warten gibt es genug, schön, ja. Ich bin da ein bisschen immer so ein Landschaft- und Texturfanatiker. Vielleicht ein bisschen zu viel manches Mal. Das kann schon sein. Das muss die Fernsicht so passen, das muss das Ganze irgendwie, dass man da drinnen irgendwie leben kann, nicht immer so. Die hat die eine Karten da noch erkassen. Die Krefeld haben wir gespielt, die meine nicht die. Ebachmannschl. Nein, irgendwann hat es da noch gegeben, die, was, mir da, was ich da in Nenzenhof gespielt habe, die größere, wo der Hof da hinten war, da hat es ein paar Höfe gegeben. Da glaubt mir, fällt es jetzt ein. So endlich hat die auch kassen. Wie? Irgend so okay. Endlich hat die kassen. Weißt du, da war so ein Dingmuseum, war drauf, also so, mit so alten Geräten ist dort da gestanden, das Museum. Warte, vielleicht welches, was ich meine, Joachim. Das und ich haben es damals gespielt, die Karten. Dreimal hintereinander schnell getrocknetes Gras. Eh, dann sagt jemand noch irgendeiner Joint. Nein, lassen wir das. Kommt noch aus, ein getöpfertes Gras. Nein. Ah, wenn Schwadern ist lustig, ja. Wo ist das eigentlich in. Also ein LS, muss man sagen, es wiederholt sich ja alles immer wieder. Ah, der da, jetzt geht er vorbei. Ah, du meinst so, hoi, ja, okay. So geht's natürlich auch, ja. Geht jetzt ein bisschen besser, Dominik? Bisschen, ja. Was haben wir da? 180 besser aufgefrisiert, oder? Oder ein bisschen mehr? 180, ja, der hat ja nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich an dem überhaupt was geändert habe. Aber da muss man nochmal. Gabi. Aha. Ja, weißt du, die Presse braucht, glaube ich, 300 oder was, gell? Na, 150 steht dort, deswegen habe ich mir gedacht, passt. Echt? 100? Na, Moment. Dominik, dann kannst du auf 300 aufgeben, ist das wurscht. Die Presse, wenn sie wickeln muss, gell, und es kommt für einige jetzt automatisch langsam. Okay. Das ist normal, auch die Fastball, du kannst mit 700 PS fahren, geht's dann schneller, gell. Umso mehr es nämlich reinkommt in die Presse, auch in der Wirklichkeit, und beim Wickeln, umso langsamer geht die. Aha. Umso mehr Material. Wenn jetzt wenig Material reinkommt, weißt du, dann fährst du relativ flott durch, gell. Aber dann hast du auch wieder ganz weit auseinander die Ballen liegen, ja? Mhm. Achso, nein, das ist normal. Wenn es jetzt nur mit 6-7 km/h geht, kannst du 1000 PS haben, ist das egal. Es kommt zufällig in die Pressen rein, weißt du? Okay. Weil schau dir die Spur an, die ist ja ziemlich dicht, gell? Dick. Sieh mir jetzt schon da rauf.
Ist bei der Fastbell nämlich auch so. Okay. Und wenn du jetzt mit Heu und mit Stroh zum Beispiel pressen tust, da fliegst du dahin mit 15 km/h, gell? Außer es ist extrem hoch, die Schwarte vom Stroh, gell? Mhm. Tim, wie geht's dir beim Zusammenschwodern? Was schon, also. Geht? Geht's dir so halbwegs? Was? Geht's dir eh so halbwegs? Ja, geht's. Der Wahnsinn ist da zum Schwadern. Ja. Aber sei froh, Dominik, dass ich den Gressern da hab, den Nennmetrigen, gell? Ja. Aber wie hast du schön, gut Ding braucht Weile, oder? Hey, das ist aber ziemlich ruhig wieder mal. Jeder beschäftigt anscheinend und konzentriert sich, oder wie? Genau so ist es. Außerdem fühle ich mich irgendwie allein. Ja, ich kann es halt ändern jetzt kurz. Welches Feld tust du denn? Eh noch das, oder? Ja. Das war jetzt der kurze Fluss, was unterbrochen geworden ist. Was der von Dreschen her, gell? Vorher. Mhm. Das war jetzt das Blöde im Ding. Macht nichts. Aber ich habe eh noch mehr 2 Meter. So wie wenigstens in Steine im Blick führt. Wir sehen noch einmal an, wie am Laufen. Dabei. Alter, der eine. Der eine Bullen liegt gefährlich. Hast du den gesehen, ob vor dem Wasser? Ja. Der liegt verdächtig. Verdächtig gefährlich, gell? Ja, aber das Wasser haben sie eh falsch die Wasserplane gemacht. Da kannst du nämlich durchrennen durchs Wasser, weißt du? So. Mhm. Ja. Da-da-da-dum. Oh.
Der Kaffee, ich glaube, da brauche ich das schon bald, eine Kaffeemaschine da herstellen schon bald. Ich glaube, das war gescheiter. Es war völlig gescheiter, ja. Die kleinen Hefer sind so schnell la. Der Herr Kollege hat mir gerade vorher mit einem Kuchen so einen Kuchen gemacht. Genau, ich fahre mit einem italienischen Traktor, ja. Da muss ich was anderes, Marvin. Und der war auf dem Hof, und warum soll man nicht einmal einen Landini probieren? Ich muss sagen, er zieht ganz schön. Dass das so originaler ist, wieder ganz schön. Sorry. Bitte. Nein, der hat kein stufenloses Getriebe, Marvin, der hat Schaltgetriebe. Gerade mal vom Niklas, den Junior, alles, den LKW, euer Truck angeschaut. Ja, für das, dass er da eigentlich noch mit einem anderen Lenkrad gefahren ist, und das war schon fast vor einem Jahr. Der Sir Cedric Volker hat sich gerade deine Videos angeschaut. Wie du mit euer Truck. Lest selber, was brauche ich das lesen? Steht eh da gerade jetzt neben mir, gell? Ein Volker Blinker wird völlig überbewertet. Richtig, weil das mache ich ja nämlich in der Wirklichkeit blinke ja fast nicht. Ich habe keine Hand frei. In einer ich Hand das Dringer, in der anderen Hand die Wurstsäme oder irgendwas. Gell. Ich habe für sowas. Und außerdem denke ich mir, ich bin nicht der Stärkere, der was sich aufregt. Ja, genau. Ich habe keine Zeit fürs Blinken. Mittlerweile weiß ich schon, wo ich blinke. Ja. Die sehen ja eh nachher, wo ich hinfahre, oder? In Endeffekt. Ja, ja. Ja, vor allem bei meiner Mutter ist immer eine Frau gefahren, die hat blinkt, dass sie abbiegen will. Meine Mutter ist dann rausgefahren und jetzt hat die ins Auto reingefahren. Und als die Polizei kommt und die sagt, ja, man muss erst warten, bis der dann vorbei ist. Ja, wenn er dann blinkt, wieso blinkt man dann? Ja. Weißt du, wie man? Hat unsere, meine auch gehabt, gell? Hat es aber trotzdem Schuld gehabt, weil es rausgefahren ist und der ist gerade dann weitergefahren. Die Stoßstange vorne war schon rasiert. Ja, haben wir wenigstens den Stoßstange gekriegt, statt die normale. Aber leider Gottes selber zahlen können. Auch wenn er blinkt hat. Oh, Richie, servus. Grüß dich. Servus, Richie. Dire, mein Freund. Und? Alles okay, Richie? Hallo, schon wieder. Servus. Bist schon wieder da, Niklas. Servus. Ah, wir haben Abonnenten dazu bekommen. Es ist sicher der Schwammi. Moritz. Und dann glaube ich, dass der Abelio, ich glaube, der hat abonniert.
Bei dem Moritz weiß ich jetzt nicht, ob ich den kenne oder nicht. Mit keine Ahnung. Hallo Max. Servus Max. Oh, servus. Jetzt kommt ein neuer Ball. Servus Max, ich komme auch, gell? Hallo und grüß dich, Marvin. Schau doch gerne beim Pfälzer Let's Play rein. Und Servus Ritchie. Niklaus. Niklaus, was ist das für ein Name? Niklaus. Hat sich vertan. Nicht Niklaus. Das ist kein Name. Weihnachtsmann Niklas. Niklas. Niklaus. Niklaus.
Nikolaus. Ah, ein kleiner Unterschied. Dankeschön. Hm, wieso? Weil du auf beiden wohnen bist. Nein, das ist falsch, weil ich dort rein muss. Ah, okay. Trotzdem danke. Bitte. Immer wieder gerne. Ich hasse diese Bäume. Welche Bäume? Der Jockey liebt Bäume. Ja, weil er die immer fällt, jeden Tag. Genau, genau. Naja, nicht jeden Tag. Doch. Jeden Tag nicht, arbeiten. Nein. Nicht okay. Jeden Tag, nicht das. Okay, manche Tage frei. Doch, bin da. Warte mal, ich muss rückwärts, ich will rückwärts da. Ja, warte, ich fahr mal wieder mal. Also dann, bis nachher. Jo. So. Hallo. Der fährt mit dem Sessel so weit und zurück, wenn er aufsteht. Ich gar nicht mehr wie ich komme. Ist das eine Größe wie du? Nein, aber beim Aussicht rein, was? Denken. Ich bin dann beim Raps, aber ich glaube, Raps können wir brauchen. Jo. Jetzt 16. Den brauchen wir ja beim Ding noch, oder? Doch, in Medre ist schon noch, wenn du fertig bist, gell? Den stellt dann diese wie um. Da ist auch so ein. Weiß ich nicht, sind da die Schafe oder was? Tut der eigentlich? Drüben auf der anderen Seite. Da drüben. Ja. Der zweite Hof dann im Gleich. Mhm. Dort kann ich den Latinier mal anstellen. Ein Butterbrot mit Marmelade holen müssen. Irgendwas hier so wie braucht, nachdem er der gesagt hat mit Käsekuchen. Junior, brauchst du Hilfe noch oder wie sieht's so aus? An der Front. Ich muss gerade schon Jockey helfen beim iPhone. Hoppala. Didi, was machst du jetzt? Ich fahr gerade mit dem hundertprozentigen Anhänger nach Hause. Da hätte ich reingehört. Bin mich gleich verfahren. Aber wo ist hier? Wieso haben die zu? Kommen wir da nicht rein? Muss man das alles da kaufen? So, das ist ja der Lohnunternehmer, bin ich deppert.
Ich meine, das ist ein Verkaufsstück. Ah, ein bisschen flackern die Bäume. Ja, kannst sagen, was du willst. Wieso, was brauchst du denn leicht? Wo habe ich hier bald ein iPhone? Mhm. Wie wird das denn an? Mit was werden wir dein. Was mit was werden wir denn einfahren? Ah! Das ist nur Fußgänger. Das ist nur Fußgängerweg. Ex-Bei! Momentan hat es ein bisschen geleckt, ja. Aber nicht schlimm, warum? Nur so. Hat es bei dir geleckt? Bist du auch raufgefahren, was du nicht wollen hast? Dominik, mit was sollen wir daheim führen? Ja, ich weiß nicht, das kommt ja vor, ob wir Auto laden oder nicht. Das ist im Prinzip wurscht, bis du am magst. Weil wie viele Ballen werden rausgekommen, circa? Oh, einige. Mhm. Achso, ich habe ein paar Ballenzähler dort gehabt, gell? Ich habe nicht drauf geschaut. Mhm. Zu meiner Schande. Ja, standardmäßig ist ja auch 0. Das sind die ersten Ballen, oder? Mhm. Er hat die Presse schon abgehängt, er weiß es nicht mehr. Achso. Mhm. Die Bier geht schon da rein. die wird auf der falschen Vorspur. Hm. Warum? Der war bei der englischen Karte erst. Nee, nee. Wie kommst du denn sonst rein, wenn du nicht ausholen tust, hä? Oh, Junior. Ja. Was? Weil du eingefahren bist, ja. Wie das du gesehen hast, hat er. Achso, ich hab dich nicht gesehen, ich hab nur noch. Okay. So, was tun wir jetzt, Steini? Ja, ich hab mir alles am Auto geholt. Mhm. Was ist mit denen dann haben? Ja. Okay. Dann war er drüben eigentlich Strozern einfahren und was ist noch? Achso, der Joachim tut ja die Ding dreschen, gell? Bin deppert. Ja, Raps, ja. Da sollte er den Hänger hinstellen. Wird nicht so viel rausgekommen, ha? Oh, naja, 77% habe ich ja. Wie viel ist noch beim Feld? Zwei Drittel. Okay, dann mache ich einen Hänger größer. Dann konfigurieren um. Was? Warte, das Zeichen klar.
Ich habe mich verkuppert. Nein, da, beim Einschlagen, ich schieb da gerade Retour raus. Ja. Da habe ich verlenkt in die verkehrte Seite. Einmal. Nee, um die Kurven rauszuschieben ist oft nicht so einfach. Ja, jetzt schreiben sie uns schon wieder. Okay. Gut, bestätigen. Ja, YouTube hat mir das auch nicht taugt. Welchen Feld bist du da jetzt, Joachim? Auf dem 6er, glaube ich, gell? Gibt es das? Nein. 16. Also 6 ist direkt unterhalb vom Hof. Ah, du, okay, okay. Tim, soll ich dir dann helfen einsammeln, oder? Weil du wirst den Autoloader haben, da wird er mal aufgehen, oder? Nein, in Potter meine ich jetzt. Was ist denn, warte mal, wie viel das denn aufgehen? Das ist erst schon mal schauer. Aber weißt du, was mich schon machen kann? Was denn? Die abgedroschenen Felder, dass da, was weiß ich, drüber, oder wie? Oder mir setzt irgendwie schon den Schweinehof, dass wir halt haben, dass wir Grüße kriegen, was zum Dünger oder? Mhm. Ja, weil Schweinehof haben wir ja schon. Du kehrt jetzt ja nur noch einfach, einfach Elli, servus, wie heißt die? Du kehrt jetzt einfach nur mehr Ding auf. Stroh kehrt hin für da? Tim, du kannst jetzt da Stroh aufbringen. Dann. Dann Schweine. Ja, wer fährt denn Stroh haben? Oder wer fährt denn jetzt gerade haben? Hm? Achso, du tust falsch. Entschuldigung. Joachim, dann lasse ich den Hänger da stehen. Ja, passt. Hui, fuhr Stroh. Da oben noch, vom Feld. Mhm. Oh, jetzt flackert es ganz schön momentan die Karten. So. Mhm. Die Bäume flackern bei mir. Ordentlich jetzt momentan. Seht ihr das im Stream? Das weiß ich nicht. Ich sehe da jetzt nichts momentan, aber flackernd. Braun, hellbraun, braun. Aber es wurscht. Aber alles durchgehend mit den 60 FPS, das verstehe ich jetzt nicht. Ja? Ah. Jetzt fast gut weg, gell? Oh, ja, ein bisschen sieht man es. Sieht nicht, man's ja ein bisschen, gell? Ein bisschen hat man es gut gesehen, ja. Wo habt ihr es im zweiten Ladewagen stehen lassen? Ah, sehen schon. Sirgen? Hab ihn gesichtet, ja. Aber irgendwie, wie funktioniert das mit dem Balkenwinger da? Warte ein bisschen. Autoload abschalten, eins. Ah, du hast den, welchen hast denn du genommen? Ein Kröger da. Okay, ein Kröger. Warte, lass mich, ich hupfe mal kurz auf. Ich kann... Ja, warte, ich spring raus. Ich spring nochmal rein, Brüder. So, F1. Die Abladeseite, X, Anhänger zuklappen, Anhänger aufklappen, Autoload abschalten, okay. Europaletten sind eingestellt, okay. Warte mal, normal mit Y wäre das zum Ändern. Oh, oh. Ich habe den noch nie probiert, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich hoffe nicht, dass der nicht nur für die... Nein, der sollte dafür alles keine Fahrtrichtung markieren, ausblenden. Markierungen und löschen, einklappen, ausklappen, Helfermenü eröffnen, das brauchen wir nicht. Aber normal ist nämlich mit Y, schau mal, es steht nur Europaletten. Die haben nur jetzt die Europaletten, das gibt es ja fast gar nicht. Warte, was ich meine, der hat jetzt nur die Europaletten, der. Okay. Hm. Ich kann auch mal den anderen noch probieren. Ja, wenn ich probiere, den anderen noch. Vielleicht gehen ja die, was für den Dingpack sind. Ballenladen. Ballenladen. Auto. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt gerade da. Aber welchen Pack mal anschauen? Warte mal, ich muss mal schauen. Warte mal, ich hab eine gute Idee. Der ist auf alle Fälle genau da. Ja. Ja. Warte mal, ich nehme einen anderen.
Weil normal ist immer dabei gestanden, ob das und das geht, gell? Wir haben ja selbst die Autoloader eigentlich noch gar nicht so richtig probiert, oder? Ja, eben. Ah, da ist auch eine Halle. Was ist denn da, wenn man die dann zusammenbaut? Sigi! Sigi von Lee. Na, schauen wir mal, was mit Sigi ist. Aber, Tim, schau mal in die Ding. Entweder brauchen die beim Schweinefuttererzeugung Heu auch oder Gras, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Schweine? Ja, das schau nur so, das ist wirklich in 22er, da kannst du ja Schweine sagen, aber das ist nämlich wirklich so. Du musst von der dritten Jahr das Schweinefuttermische aufstellen. Ja. Praktische Produktion, deswegen muss ich schauen. Mhm. Da brauchst du aber nur ins Menü, warte, schau mal. Schweinefuttermischer? Nein. Nein, Häckselgut brauchen die. Häckselgut, Kartoffeln und Zuckerrüben. Zuckerrüben, genau. Hätten wir jetzt auch gewundert, wenn da. Nein, es ist aber wirklich, irgendwo habe ich Gras oder Heu gesehen. Es stimmt aber wirklich. Das war beim Futtermischer von Kühe. Nein. Weil die Schweine, weil wir noch immer gesagt haben, das kann sie jetzt aber nicht sein, gell? Dass Schweine das brauchen. Oder es war früher ein Völlerb und der Petsch hat das gekriegt. Das bin ich mir jetzt nämlich nicht sicher. Es war wirklich eine Zeit lang so, ohne Schmerz. Dem. Jo, passt schon. Wie ich noch drauf gesagt habe, was hat sich denn Chance dabei gedacht? Und Marvin ist ja auch noch da. Man denkt, du hast schon verschlafen, Marvin. Geht's jetzt? Ja. Aber jetzt haben sie halt wieder sich umgestellt, gell. Also was? Schalt G ist was anderes auf alle Fälle. Okay. Weil sie haben automatische Kassendinger, da Spanngurte. Mhm. Und dann lädt er den Ball nicht richtig, macht den Spanngurt schon hin und lauter so 14. Ach so, okay. Du siehst es dann, wenn ich mal vorbeifahre. Mhm. Also so wie in Nenzener funktioniert es noch nicht richtig, oder? Aber ich hab sogar. Oder wenn dann beim vorne Ball runterfallen ist, noch, dann geht er die Spannkurve automatisch weg, dann geht das wieder hin und da so ein Scheiß. Eieiei. Wir haben es ja gar noch nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin, oder? Ja. Vorher. Ja. Wenn nennt's, dann haben sie am Schluss schon. Oder ein Jahr lang oder anderthalb Jahr lang. Eigentlich echt super funktioniert, oder? Ja. Ich weiß nicht, habt ihr es ja nicht so gehabt, glaube ich, auf der Konsole, gell? Sowas, oder? Auch Autoload haben wir schon gehabt. Ja, das hat funktioniert auf der Konsole. Ja. Schau, wie das da mit dem Ball nachher da funktioniert.
Meinst du gern den noch auch drinnen? Bestimmt. Ja, sind schon weg. Sonst weg? Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob es da noch drinnen auch sein, gell? Ja, aber ich glaube, die kommen dann lose auszulohnen, gell? Irgendwie, ja. So, ich bin mal kurz weg. Oldwappel, Servus, grüß dich, schönen Abend. Also, es steht dort ein Gras, wenn man immer in das Menü reingeht. Aber ich meine, das ist ja im Endeffekt jetzt auch noch, ne? Jedoch, weil ich jetzt Folgendes mache, und die nächsten Ballen stelle ich irgendwo hin. Nicht in das Lager, weil dann haben wir nämlich auf Eifel irgendwas. Ja, ja. Weil wenn jetzt Gras steht, ist blöd. Ja. Dann war das unnötig, ja? Ja? Und klar, dann wird es nur einlogern dann können, wenn sie ja vergoren sind, weißt du? Also wenn sie Silage ist, dann wird sie es wahrscheinlich als Silage nehmen. Ja, war eigentlich ja logisch. War eine logische Schlussfolgerung, ja. Na, no, den nehmen wir ganz schön Stroh. Die Schweine. Wollen wir da mal schauen. Oh, da geht noch eine Fuhr rein. Na, wie die Irre. Und, Altwappel, was treibst du? Wow. Du hast auch jetzt nicht so ausgeschaut, hä? Ja, Tim. Hört mich nicht. Ja, doch, was? Ja, ja, was? Ich hab gesagt, du hast jetzt auch noch nicht geschaut beim Ausfahren, hä? Nö. Aber mir ist kein Auto gekommen. Oh ja, hab's so gesehen. Ich bin ja gerade bei dir dabei. Ich war kurz hinter dir. Also. Oh, bist gerade von Essen heimgekommen. Gut, dann dazu immer was gegessen hat. Huhu. Hallo Mine oder Timo. Grüß euch. Liebe Penta, let's play. Hab gesehen, ihr seid auch am Berg. Funktioniert das da halbwegs, Dominik? Ja, das geht schon. Tim, bei den Kühe ist jetzt genug drinnen von Stroh, oder? Lose. Einstreu.
Stroh. Ja, ein Streu. Ja, die Stroh ist voll bei den Kühen. Okay, passt. Danke für die Like. Ich bin kurz zwei in die Hege gegangen. Du, wenn ich das jetzt hab, Dominik, wenn du magst, dann... Achso, da müsste man noch das einsammeln. Hätte ich dann in den Kalkstrang können, wenn du dann das Gruppen oder irgendwas wohin hättest? War nicht, ja. Zum Beispiel. Wie gesagt, weil du hast irgendwas vorher angeschnitten, gell? Glaube ich einmal, oder? Ja, ich weiß aber halt nicht, ja, vor dem Gruppen da noch... Dünge wollen, irgendwas, manchmal. Ja, Kalk brauchen, glaube ich, ein paar Felder. Das hätte ich gesichtet, gell? Mit viel Zwiebel und BBQ-Soße, Barbecue-Soße und dazu gehört eins. Ich bin voll. Boah, so. Aber ich hab so ein Wissen, nicht Teppich. Die wollte das ja wieder mal wissen, ja? Ist ja eh klar. So, bin wieder da. Wie viel hast du denn auf deinem Feld, Joachim? Ungefähr ein Drittel meiner. Aha. Das glaube ich da schon, dass du zu viel bist, ja. Ein Drittel, okay. Du kommst was nicht auch den ins KB-Hebel. Das war glaube ich nicht so gut ausgegangen. Meine Stimme hat ein Röstaroma, ja, genau so ist es, ja. Kaffeebohnen durchgezogen, ganz leicht, ja. Kann man Rösti sagen, ja? Eine Feld wird sicher Kalk aufgehen. 15 haben wir als erstes droschen, gell? Joachim. Ja. Gut, das gehört als 15er. Gehört ja im Prinzip gepflügt da und Kalk, ja. Das ist super.
Ja. Mhm. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Aber ich bin ja nicht allein. Ist ja der Dominik da. Dominik sein Sohn. Katharina, servus, grüß dich. Ja, schön, macht auch nichts, wenn du neu bist. Freut einen, wenn man neu ist auch hier. Paschke. Das hört sich aber fast noch einen österreichischen Namen an. Paschke, das hört sich fast noch Kärnten an. Dominik, soll ich das jetzt korrekten, der Omat? Ah, da werden wir dann kurz weg sein. Ja, sag ich ja. Der muss auch mal wohin gehen, anders geht's ja nicht, gell? Nein, ich bring meine Frage und den Beitrag vorne bei. Ah, okay. Ah, der tut schon umschulen. Nein, einschulen nennt man das, gell? Genau. Ja, klug, das ist eine kluge Entscheidung. Fahrt sie jetzt? Ja, genau. Okay. Dann schöne Grüße. Richtig aus. Achso, sie hört ja nicht, gell? Nee, aber ich hab's gesagt. So, müsste schon sein. Mhm. Aber das doch nur auf einen. Mhm. Katharina, von wo kommst du? Wenn ich fragen darf. Danke für ein Like. Natürlich. Hast ja. Danke schön zu der Aussicht, gell, Didi? Bitte, bitte. Die kann sich ja gerne mal melden. Und ja, hallo sagen. Ist ja nichts dabei. Eben. Wir beißen ja nicht, oder? Normal nicht. Katharina, ich glaube, danke für dein Abo. Ich hab gemeint, nämlich Dominik zu. Ich fahr gleich am Silo auf, ich Trottel. Ja, ich wollte gerade sagen, soll ich jetzt quaken oder nicht? Soll ja, bitte, ich? Nein, ich muss wissen, ein Mal am Füße kalken dann oder hauen dann gleich Gülle drauf und das guckt man dann gleich ein. Weißt du was, ich, so machen wir das normal, aber wir haben ja im Endeffekt kein Gülle. Richtig. Vielleicht das nochmal mit dem Düngerstraber und das machen wir jetzt. Den ja, wir können ja eh in Düngerstrahler nachher drüber rennen lassen. Ja, na dann du es kalken und dann komme ich, wenn ich mit den Beinen fertig bin, mit dem drüber. Ja, und dann haben wir nachher einen Dünger drüber von mir aus. Ist ja nichts dabei, ja, oder? Ja. Weil ja, die, ja. Die Sämaschine hat ja im Prinzip das, was wir haben, die 6, also der Düngerstufe, ja. Ja, ja. Und da war es gut, aber Gruppern wird es wenig sein. Ich muss das ehrlich sagen, gell? Es steht nämlich das gepflügt gehört. Ah, okay, ja, da kann ich tun, das ist ja wurscht. Nächstens würde ich jetzt Pflügen ausschalten, aber ich glaube, dadurch wir eh mehr, sind, war es glaube ich ein Blödsinn, gell? Ja, ich meine, Junior, was machst du jetzt? Ah, ich wollte iPhone, jetzt wenn ich fertig bin, weil ich jetzt dann auch mit meiner Gruppe oder am Flug schnappen kann und auch. Ja, selbstverständlich. Ja, nehmt euch nur an, ja, selbstverständlich. Ja. Ah, jetzt ziehe ich doch. Dann mal schauen, wie die Frau ständig fährt. Die ist wahrscheinlich voll umgespannt. Okay. Muss ja sagen, sie schauen ja nur 13 zu plus 4. Also ich schaue bloß 2 Millionen zu, gell? Puff, jetzt liegt's gleich, warte nur. Na, du bist voll. Jetzt fahren wir wieder am Hof. Tu mir ein bisschen zuschauen. Der geht jetzt so mit was fahrt sie mit Lenkrad? Ja. Ja, man merkt's. Ja, das ist, geht ein wenig schneller, warte, das ist noch nicht so wie beim Auto, das Auto geht ein wenig schwerer.
Ah, du hast jetzt auf ganz leicht eingestellt, oder? Wie hast denn du die Federn eingestellt? Ja. Okay. Ich hab's auf 18. Ja, sowas habe ich auch, ja. 16. Ja. 18 oder was, glaube ich, habe ich. Ich hab's mich, glaub ich, auf 4 oder so. No. Jetzt geht's wieder. Ab 4 habe ich direkt, da kann der Kleine auch. Der fährt auch so dahin, das kommt ja nicht, gell? Ja. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das hab. Aber es ist schon mal, was man auf 4 gehabt. Katharina, bist du noch da? Ich wollte halt wissen, wo bist du? Wenn du es verraten willst. Man muss ja nicht. Du musst nicht die Adresse sagen, es reicht das Ding. Österreich, Deutschland oder so. Hab ich gemeint. Das reicht das Gebiet. Genau. Gibt es da irgendwann kein Xilo? Wisst ihr das, Dominik? Schau ich mal an, schon. Und zwar entweder da bei der 23, da ein Stück weiter nach oben, die Straße entlang. Ah, ich weiß schon, wo einer war. Nein, da herum, sogar beim Händler, glaube ich, war das. Aber da braucht man einen Frontlader, glaube ich, oder irgendeinen so einen Lader hast. In Nenzener braucht. Warte mal, da muss ich ja, mal. Ja, beim Händler, auf der anderen Ding, da wo die Ballen sind. HGE steht dann da dort. Beiwart, ich glaube bei der Beiwart ist das, ja. Gell? Kalkstation. Ja, okay, da steht Kalkstation. Ja, hab schon. Bei der Beiwart, genau. Genau. Gut, dann muss ich im Bretal nehmen, es hilft nichts im ganz normalen. Denn wir aber jetzt nur von der Seite mieten. Denn wir wollen einen anderen nachher nehmen, gell? Opa. Hoppala. Angefahren. Ist es. Ah, da ist er schon. Habe ich schon gefunden. Na gut, das hat auch wieder klug hinpostiert, aber ist egal. Das braucht eine Weile. Also der Ballenanhänger, wo ich jetzt da hab, der geht. Ja? Am Anfang hat er so auch schon gespackt, ich weiß nicht, was da war. Der macht Spacken. Aber Hauptsache er funktioniert jetzt eigentlich, gell? Das ist ja eigentlich das Wichtigere in der ganzen Geschichte, gell? Ja. Wenn er nur geht, dann ist das schon mal, ehrlich gesagt, was wert, gell? Ah, das sind die Kanapen, deswegen geht's nicht, okay. Hoppala. Ach so, weil, ja. Das wird er nicht nehmen, doch, weißt du, dann muss man wahrscheinlich ja. auf die Ballengröße muss man dann wahrscheinlich einstellen, ja. Da habe ich jetzt immer drüber gedacht, dass wir das.
Wollte ich jetzt fluchen auf einer Richtung, was? Dabei war der Flucher der selber, oder wie? Ja, genau, da bin ich selber schuld. Gut, dann fahr ich jetzt einmal. Ah, das Gewicht habe ich vergessen. Wurscht. Dann fahr ich jetzt einmal auf das Feld hin, was wir da als erstes gemacht haben. Mhm. Und du dort einen Kalk auf. Joachim, du hast eh den und der Düngestrahler stingert, wenn du. Stingert, ja. Stünde. Stingert. Super. Das war Deutsch, ja. Man macht nichts. Der steht dann in der Halle drinnen, gell? Ui, 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 ui. Ein Betrag. Kommt mir entgegen. Dusch. Wo bist du denn jetzt angefahren? In der großen Halle. Ja. Und das Auto da ist ein wenig recht langsam, was? Das konnte ich mit meiner Geschwindigkeit nicht noch. Aha. Soll ich das drüber düngen oder was? Na warte mal, lass mich mal kurz kalken. Ich bin ja schon dabei am Feld zum Kalken gleich. Nimm mal noch einen Kalken. Ja, das hätte ich fast zu vorschlagen, weil im Nachhinein noch ein Pflügen ist blöd, weil wenn dann angebaut wird, dann bringt das Düngerstufen nichts, was? Ja. Ja, ich hab den Stein übersehen. Hilfe! Was haben wir denkt, dass ich hänger bleib? Na geh! Das kommt davon, wenn man vorher das Rohr ausfährt. Den Arm ausfährt, so meine. Auf Dünger? Das weiß ich nicht, ne? Vor auf der dummen Händler wird sicher irgendwo was geben, was der dabei war oder wo. Schau mal, ich weiß selbst nicht. Wir haben aber da so dünne Dinge, Behälter und Zeichenstelle schon rum, gell? Bis echt? Wo? Wo ist denn das? Da ist noch ein Kalk am zu dem. Ah, du musst kommen am Hof. Ja, warte, wurscht. Genau, das dauert noch. Machen wir das dann. Das können wir aber anders auch dann machen im Großen und Ganzen. Das machen wir nachhinein. Weißt du, schauen wir uns das an. Dann fühlen wir sich das alles einmal richtig an. Ja. Na? No? Ah, jetzt hat er es genommen. Also, das heißt, schauen wir, was es gibt. Opa, warte mal. Was hat denn der da beieinander? Kalk. Opa? Warum geht das nicht gescheit zum Kalken? Ah. Das geht nicht gescheit zum Kalken, Leute. Das geht auf die Textur da drauf nicht zum Kalken. Warum das? Joachim, ich warte jetzt auf die. Probier mal Kunstdünger, also einen Dünger drüber zu hauen. Oder wir messen uns als erstes leider gut. Das ist ja Blödsinn, du kannst jetzt nicht als erstes pflügen und nachher kalken. Das war ja komplett kontraproduktiv, oder? Eigentlich schon, ja. Und an einem Düngerstrahl kann es nicht liegen. Das gibt's gar nicht, dass an den liegt, weil das ist der Originale. Was ist jetzt? Ah, passt schon. Nichts Weltbewegendes. Nichts, worüber wir reden müssen. Ah, da liegt einer, ha? Oder wie? Na, da bin ich jetzt vorbeigefahren bei den Ballen, wo ich sie loten will, was? Und dann hat es nochmal eine aufgeloten statt abgeloten. Da bin ich jetzt ein wenig zusammengezuckt. Ich hab mir gedacht, das liegt dann auf der Seite wie ein Frosch. Ah ja, aber das war jetzt, das war jetzt irgendwie nicht kontraproduktiv, muss ich ehrlich sagen. Mich wundert, warum sie den Kalk nicht nimmt. Normal muss sie den Kalk nehmen. Es steht ja, dass gekalkt werden muss, oder? Habe ich da jetzt einen Blödsinn gelesen? Nein, muss eh gekalkt werden. Das ausfällt und den Kalk, nein, es muss gekalkt werden, schon her. Und es nimmt aber nur so kleine Strafen an. Da außen, dort und da. Aber nicht die ganze Fläche. Echt ein bisschen komisch, jetzt ehrlich sagen. Mal warten wir mal. Wirst du bald kommen, gell? Joachim, oder?
Ja, ich hole nur schnell ein Dünger und dann. Ja, passt schon. Ich sehe nicht weit weg von den Händler. Auf alle Fälle gibt es hier einen Screenshot, weil das bleibe ich dann beim Discord der Meier. Mhm. Ich meine, du tust dir leichter, geh, mag du, hau du uns, ich hab Wasser. Mhm. Ein Fahrzeug. Und dann kannst du die Mappen aufmachen oder so kannst du es anschauen. Ja, meine Steine. Da hat es korrekt, siehst du es? Das Stickel. Aha, da ist nichts, da ist ein Kalkstrafen, da ist einer. Und da sind zwei, drei kleine Strafen. Und weißt du, die ich Karten. Ich hab den Niedersachsen auch gehabt. Echt? Ja. Ich mach aber das Sinn. Vor allem, die sind da in der Mitte drin, da. Das schaut aus, wie wenn da einer mit dem Bulldog entlang von bis und bis ist. Und genau das habe ich auf der Niedersachsen auch gehabt. Aha. Ich bin Acker drüber gefahren und da, wo die Bulldog-Reifen waren, da hat es dann praktisch so weiße Dinge gezeigt. Ja. Ja. Hä? Ich sag, guck mal. Ja. Ich komm. Warte, jetzt geht mal ein Bulldog nicht mehr hoch. Schon wieder runter. Ist er leer? Nee. Okay. Ja. Oh, ha. Wieso ist denn der Sound weg? Jetzt ist er wieder da. Ja, was ist das? Kann passieren bei Hallen. Wenn irgendwo wo steht. Das haben wir bei der originalen Art. Da kommt das nicht, haben wir schon ein paar Mal geredet, gell? Joachim, okay. Ich glaube, du hast 24 Meter, du musst ein bisschen auf Zeiten fahren, ha? Ich habe 40. Ja, ne, du kannst das ja überstehen. Ja, die Autos gehen ja mal auf die. Ich schon wissen. Geh! Probier mal. Ja, wenn nicht, muss mal gruppern und dann pflügen. Na, das war ja. Es war ja komplett kontraproduktiv, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Du bist doch nicht gleich mit einem Flug da, gell? Ich bin schon unterwegs. Na, schon. Da tut sich nichts, das geht nur auf gewisse Stellen. Wenn wir das jetzt gruppern und dann lügen, das ist ja gut blöd. Ja, weil es geht eh nicht anders, wir können es eh nicht anders ändern. Wahrscheinlich eh nur beim ersten Mal, oder? Ja, auf das Rapsfeld, was du warst, da was drauf. Entschuldige! Nimm, sorry, ich hab dich jetzt nicht gesehen. Autscho, haut schon hin. Jetzt sitzt er da vier in einem anderen Ding drinnen. Na, aufs Rapsfeld geht nichts hin. Okay. Außer Dünger, oder? Ja, Dünger. Auf dem 7er geht auch nichts hin. Okay. Laufe. Gut, passt dir. Rapsfeld geht er damit pflügt, gell? Ah. Ja, dann haust noch ein Dünger drüber und aus. Weißt du, was ich meine, Joachim? Bei den anderen Feldern, ja. Mhm. Und? Didi, wenn nicht, probier gleich mal, ob's... Auf der Wiesen, gell? Nein, ich meine, da war der Team jetzt gerade drüben dort. Mhm. Ob's eher weg von uns geht. Ja, jetzt brauch ich nicht. Jetzt soll ich mal oben pflügen. Verstehst du mich? Ein Stickel. Mhm. Ist ja unnötig. Ich fahr mal auf die Wiesen um mit dabei. Die braucht nämlich auch Kalk. Blüten, kalten Seen. Normalerweise geht es umgekehrt. Warte, was ich meine? Normal pflügst oder grupperst den Kalk ein. Also bei uns dann sind meistens untermischen. Gut, ja, als erstes. Ja.
Weil wenn du den mit der Seemaschine einarbeiten würdest, also der würde die Seemaschine 1000% verbieten. Dann schauen wir mal, was der da spricht. Eine mit was für ein Flug tanzen du da noch? Bei Dinge. Ah, okay. Aber nicht in LS, da gehen die Uhren anders. Ja, das haben wir schon mal gekriegt. Ah, ich komm bitte. Okay, da geht's aber. Auf der Wiesen, glaube ich. Auf der Wiesen geht's? Was ich da jetzt gerade sehe, glaube ich, geht's überall. Oder auch nicht. Schauen wir mal, gell. Hm. Oh ja, boah, das ist Blau-Seidrung. Aber ich glaube, es geht. Nochmal wegnehmen. Ja, da geht's. Flug schon mal geschwind weiter. Ich will mal schauen, was bei mir bei dem VCA da ist. Ich bin... Ja, ich fang halt so hoch. Mal muss auch schnell einstellen. No. Na geh. Verkehrte Tasten durch. Wir haben die Böttinger, die Hirsch. Ist mir zu groß, wenn ich ehrlich bin. Mit der mag ich nicht, den 9 Meter, das mag ich irgendwie nicht richtig spielen damit. Wir haben die Böttinger. Echt über hier. Achso, du machst es anders. Nimm die Hirsch direkt satt, dann geht das. Ah, ja. Uns haben sie aufgehört mit direkt satt. Das ist nicht wirklich das Richtige. Wenn du in der von der reellen Landwirtschaft ein bisschen redest. Das direkt satt, das ist so. Ja. Wir werden da alle drauf kommen, dass den Flug brauchen werden und das Ganze oder den Tiefgruppen. So sieht's aus. Das momentan alles nur sparen und sie glauben, sie haben alles was gemacht, die Herren. Ja, ich schon wissen. Was kommt, wann ist denn das Stück Flug erfunden worden? Der Mann hat die halt das, was in der 2000 Jahren oder was der Geil, wie lange da erfunden worden ist, dass man das immer in 20 Jahren dann in Frage stellen kann, was 2000 vorher auch funktioniert hat. Ja. Und sind schon wieder zurückgekommen. Mache fange erst jetzt an, fluglos zum werden, gell? Und die Großen, wo schon dabei waren, die kommen schon wieder zurück. Sind schon draufgekommen, dass es nicht richtig geht. Föder werden überschwemmt, wenn es einmal stärker regnet, gell? Mhm. Und lauter solche Sachen. Da mit ihren Felder zusammenlegen, gell? Das ist das Ärgste mit Sammeln. War doch der große Nachteil ist, für den Zusammenlegen, für die Felder. Warte, dann bochten sie das und das und das. Will aber keiner wirklich wissen davon, aber es ist die Wahrheit. Früher waren so Parzellen so, so man hört 20 Meter breit und was weiß ich wie lang, gell? Und ein bisschen bergab geht es ja bei uns und so. Und da waren überall Furchen sozusagen, also Schneisen durch, wo das Wasser dort runter rinnen hat können. Jetzt ist eine große Fläche und immer sind alle Äcker überschwemmt. Was? Ja, klar. Weil die Abstände alle füllen. Henrik, servus, grüß dich, schönen Abend dir. Willst du mir, servus. Chef, was anderes erzählen? Da rät dir mein Chef. Ja, ich glaube, der Schuldwaffel. Aber lassen wir das. Oder jeder andere Ansichten, das weiß ich eh, mit dem Fluglos und mit dem Direktsaat und so weiter. Wir haben auch ein paar Ingenieure und ein paar Biobauern und gute Friends, der ist auch ein Agraringenieur da und macht das. Der war auch so lang, fluglos und das muss so sein. Ja. Mhm. Er hat sich ja seinen 7-Scharer wieder gekauft auf seinem Fendorf. Die brauchen schon noch 20 Jahre und dann haben sie die auch verstanden, dass das, was in der Schule gelernt haben, vielleicht doch nicht das Wahre war.
ich sage immer, es wird schon so sein. Es wird für manche Gebiete vielleicht nicht schlecht sein, gell? Die Bodenkultur soll gut leben. Ich schaue mir auch Videos und höre mir auch Dokumentationen über das an und so, in realen und alles. Ja, ja. Ich bin neu auf deinen Kanal zugestoßen. Ja, schön für dich, Hendrik. Freut uns, wenn du uns zuschaust eine Weile, ein bisschen da bleibst und dir mit uns mitunterhaltest. Ist gerne willkommen. Keine Frage. Und du langjährige Zuschauer, muss man ehrlich sagen. Jährig. Das darf man gar nicht sagen, so lange es drin war noch nicht. So viele Jahre. Erst eins. Aber, wie gesagt, Alter, das ist sehr schwer. Es kommt immer auf die Böden, glaube ich, drauf an. Und einer mag vielleicht dort recht haben und der andere mag nicht recht haben. Wird sicher so sein. Also ich schwöre hundertprozentig, wenn ich sowas machen würde, auf dem Flug. Und du kannst sicher sein. Das war bei mir, das lasse ich immer nicht ausreden. Ja. Weil früher haben super Erträge ausgekriegt, ohne dass extrem viel Kunstdinger draufgehauen haben und so weiter. Genau. Jetzt wird ja meistens nicht mehr auf die Qualität geschaut, sondern nur auf das Mehrere, das mehr rauskommt. Egal, was eine Qualität ist oder nicht. Weil es das gleiche Geld kriegen, hauptsächlich. Man kriegt die Unterstützung. Nicht bei allen, das muss ich so weiter dazu sagen. Also da darf man nicht alle in einen Topf werfen. Mhm. Aber wir haben ein paar solche, dafür muss ich das leider Gottes sagen. Junior, geht's bei dir, oder? Schaffst du, oder? Ja, jetzt habe ich sie gefunden, aber da bin ich noch wegen reingekommen in die ganze Materie. Ja, ja. Ah, danke schön, Hendrik. Danke recht herzlich. Wie gesagt, Altwappel, das ist, ich glaube, da gehen überall die Meinungen auseinander. Da braucht man nur YouTube-Bofter schauen, die was Realvideos machen über Bodendinger und so weiter und so fort. Gell? Einer schwört auf das, der andere schwört auf das, der sagt, das ist nicht gut, der andere ist das. Also, was wirklich extrem gut ist, also ich wüsste es nicht, ehrlich gesagt. Ist so eine Einstellungssache, der eine oder andere so. So, genau, so wie ich es gesagt habe, gell? Also, ich habe die Landwirtschaft gemacht, da, ja, das letzte Mal, da war ich 15, 16, wie ich was damit dann gehabt habe, aber da war, ja, 6 Jahre weg eigentlich, weil ich das mitgekriegt habe, alles. Ich meine, da ist keiner auf so einen Gedanken gekommen, fluglos zu sein. Das sind damals gesagt, hast, von unseren da herunten, wir haben halt nur, oh mein Gott, 36, 46, ich weiß gar nicht, Hektar Eigengrund, keine Ahnung, Ockerland. Und dann hast du gesagt, fluglos, also ja, die hätten die gelüngt damals, gell? Da wächst nichts und so weiter und so fort. Ja, Flug und das Ganze kostet natürlich viel Sprit, das ist schon klar. Und Anstrengung ist auch. Aber warum saufen die ganzen Äcker und sauft alles an? Also das hat ja irgendeinen Grund, möchte ich immer dazu sagen. Weil der Boden einfach viel zu viel verdichtet ist, in meinen Augen. Durch die großen, ja. Durch die großen Schlepper, was einmal drum gefahren wird. Früher bist du ja gefahren. Das mit seiner Gruppe, der hat ja praktisch unten, das ist ja wie ein Schwatten. Der hat ja da, das ist ja praktisch wie ein Beet im Garten. Der hat ja da praktisch, der legt das in 20 oder Zentimeter rein, ja. sei Saatgut und das war's dann. Mhm. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Nein, geht schon, du sollst es ja, das ist ja gut. Dafür sind wir ja da zum Diskutieren, du brauchst ja nicht mich unterbrechen. Habe ich ja schon hundertmal gesagt, einfach reinreden, den Zempfer dazugeben. Also, das nächste Mal wird es kein Livestream, das nächste Mal wird es ein Fachvortrag, warten, okay? Nein, aber weißt du, das gehört genauso irgendwie dazu, wenn man über das redet, weil wir reden ja sonst auch über solche Sachen. Die sind ja nicht nur da im Stream. Man unterhält sich unter der Woche auch, wenn man spielt oder irgendwas über mache Sachen. Bei mir spielen ja LS, weil uns die Landwirtschaft interessiert. Genau, also so ist es, ja. Jetzt behaupten so. Ja, ich behaupte, von mir sicher. Ja, eben. So, aber Hendrik, der hätte ich gerne fragen. Hendrik, von wo kommst du eigentlich? In meinem Bundesland oder vielleicht Österreich, Deutschland oder keine Ahnung, beim Irrsinn. Österreich zwar und zwar sind von Bayern. Jetzt hätte ich bald Sachsen gesagt, jetzt hätte ich bald auch nicht gehabt.
Ich lese da, ja, ich lese da jetzt nämlich gerade was auf der Unterseite, nicht da im Stream, sondern drüben, habe ich jetzt gerade was gelesen, gell? Und da ist nämlich was gestanden von Sachs, aber nicht Sachsen, sondern Sachs, was das jetzt, die Kupplungen, okay, gell? Ja. Habe ich drüben aufgeschlagen gehabt, was? Ey, Kupplungsteil oder was? Ja, und jetzt hätte ich bald, nein, das ist als Werbung ist das drüben gekommen, gell? Mein Handy haben wir kurz. Und jetzt habe ich bei der Bolzachse gesagt. Jetzt war einer durchgefahren. So, und jetzt findet die Ausfahrt niemand. Das ist überhaupt super. Ah, da war es. Hab schon. Also, VC Eisner wegen Gewöhnungsding. Ja, also, wir haben alle. Wir haben alle braucht dazu. Also, glaube ich mir, da ist kein Meister noch von Himmel gefallen. Der VC ja nicht. Am Anfang verfluchst du es und dann, wenn du es nicht mehr hast, dann verfluchst du es, weil es momentan nicht da ist. Ja. Nein, ich bin vorhin mit dem Helfer gefahren, aber das wollte ich jetzt auch nicht machen. Mhm. Da habe ich jetzt dann nochmal geschaut. Ah, das muss man immer, das muss man echt üben. Kein Bummel, ja. Als 15 aus der Tasche, in Hänger gehört der Hanf für da, gell? Sehe ich gerade. Ja. So, und ich gehe jetzt kalt holen. Das heißt, ich muss da zurück umme über die Pferdekoppel vorbei und hinten rauf. Na, schauen wir mal, das zusammenbringen. Nein, sehr, sehr schau, ob das überhaupt funktioniert bei dir, gell? Mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Genau so ist er, ja. Wie sind das in die Höhe gegangen? 24 Likes, stimmt das? Okay, danke. Also, warte, dann glaube ich, tue ich mich da leichter, wenn ich da bei Dominik da oben fahre, gell? Ja, kannst. Weil das ist wurscht, weil der Tim hat jetzt gerade das eingestellt. Jo, das dauert ein wenig. Macht ja nichts, ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Ja. 414, ja, danke schön. Ah, Henrik. Kommt jetzt die Meldung kommen. Wie schon eine Spur auf deinem Betrag? Wo kann man rein? Sind wir gleich. Beide. Ja, beide gleich viel gearbeitet, oder wie? Genau. Ja. Aber soll Dominik. Genau. Dominik, ich warte, bis du da aufgekommen bist, gell? Ja, weil wenn ich jetzt in einem ausfahre, dann bleibst du da hängen. Aber du hast dich genau in der Mitte im Baum, glaube ich. Was ich da so sehe. Nein, nein, ich bin noch nicht im Baum. Geht's denn aus? Okay. Ja. HSMB, Gewicht hat auch sogar vorne drauf. Die, wenn schon, denn schon. Die breite Stange sozusagen, oder? Ja. Wie, es kommt mir einer in die Nähe her. Ha? Das ist schon die Abprallschutz, was? Nee, ich bin Jens. So, schauen wir, ob das dann funktioniert. Ja, schaut ganz gut aus, aber ja. Der hat die. Kalkding eigene Affe dann. Fällt dir das auf? Das ist ganz schwach. Ja, das schaut jetzt so ein Ding aus, ja. Ganz ja. Schwach, ja. Geil aus, finde ich. Ja. Aber in der Spur, wo ich fahre, glaube ich, hat es auch nicht genommen. Schau mal. Jo, doch. Das schaut nur so aus wahrscheinlich, weil das Ding ist, da sieht man die Reifenspuren. Das stimmt schon, du hast recht, da drückt es die Reifenspuren da rein. Das musst du mal anschauen. Da drückt es wirklich, das schaut aus wie ein Abdruck. Und dann bist du praktisch tiefer vom der her, weißt du? Deswegen schaut es dann da braun aus, aber das okay. Schon. Dann, aber Hauptsache es funktioniert. Dann ist es jetzt wurscht, ja. Ja, ich sehe schon. Das ist das Wichtigste, ja. Ich sehe schon. Ja, dann muss man halt quacken. Ja, was soll man machen? Machen wir es halt so. Ja. Ja, ah, bei uns sind sie auch aufgruppen. Dann gruppen sie nochmal, glaube ich, ein. Oder Scheiben. Kurz drüber ziehen mit der Scheimecke, genau, glaube ich, ja. Weißt du, dass es ein bisschen glockert ist, dann kommt der Kalk drüber, ja. Wir haben zu unserer Zeit noch keinen Kalk gestreut.
Passiert auf ihr nicht. Na gut, dann fahren wir mal hinter. Was mag ich jetzt? Achso, die VCA, da werde ich ausschalten. Und Wappel, was machst denn du eigentlich beruflich, wenn ich fragen darf? Weiß nicht, vielleicht hast du es schon mal gesagt. Das ist mir entfallen. Kann auch sein. Sprit habt ihr noch alle drin? Jo. Aber ich glaube, wir haben eh auf normal stehen, gell? Den Spritverbrauch. Ja. So. Nur genügend. Ja, ist doch gegen einen Fußgänger mal dumm. Ja, ja. Ah, das ist ja hier. Ja, wir was der ist vom Beruf, ne? Dann red mit deinem obersten Boss, dass da viel Geräte reinkommen, LS. Ja. So kleinere auch ein bisschen, nicht nur die Nehmmetrik. Es gibt ja kleinere Verhörscher, gell? Ja. Arsch, nicht Hörsch, Arsch, ich weiß sie. Von dem kannst du ja sogar Anträge von dem Vorträge von dem Horsch da im bei YouTube anschauen, weißt du? Mhm, genau, ich kenne das eh, ja. Hab der gesagt, der Freund, der von der Arztkrieg, wo ich das Fleisch gehört hab, wo ich dir dazu hängt, glaube ich, von 5 Meter. Mhm. Von Horsch, von Gruppe. Mit Anbauteile hinten drauf und Walzen und hast du nicht gesehen mit dem, was er sich gekauft hat. Dann um ja. Dann auf Gänsefüße oder Tiefengruppe oder Flochgruppe, der ist komplett zum Umbauen. Also das ist schon ein Wahnsinnsgerät, gell? Aber ich glaube, der ist mit Sonten ist der 8 Meter oder 10 Meter lang. Der Traktor mit Sonten-Gruppe, gell? Oder noch mehr. Ja. Ja, ganz schön in Länge. Das ist eine ganz schöne Länge, ja. Der Kleine ist umgesessen, hat sich angeschaut und gesagt, na habe ich Tiere. Wie er hinter ihn geschaut hat, na habe ich Tiere. Genau, von 3 bis 24 Meter, ja. Der Horsch, der Rano, der 4 Meter, das ist ein interessanter Gruppe, der Klopperer in meinen Augen. Also der Aufsattel, nicht der mit den Rädern, der, sondern der, was dann auf die Hydraulik dann aufsatteln zum Zusammenklappen geht. Den finde ich eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Ein Real. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, der kommt zum Böttinger ganz leicht zu. Da hätte er mir jetzt wahrscheinlich keinen Freund gemacht, gell? Ja, aber der Böttinger Synchron der Gruppe ist schon super. Da? Aha. Da stehen ja gleich die ganzen Autos. Ja, ja. So, warte mal, was hab ich? Ich hab 214 PS. Ah, da zahlen glaube ich gar nicht den großen. Ah, das ist schlecht. Oh. Aber mit dem Kormik vom Hof können wir stecken. Also, wie viel die Wester der hat? Ja, der Joachim wird ja auch wahrscheinlich, wir werden da mitpflügen helfen, der das sagen, glaube ich, oder? Ja. Ha, weil, wenn wir jetzt dann Gruppen zwischen anfangen und dort was anfangen, ich glaube, das wird nicht viel bringen, gell? Ja. Nein, nicht wirklich. Joachim, haben wir zufällig daheim, das Lager ist komplett Lager mit allen. Nein, ganz. Weizen war noch drinnen.
Aber da steht jetzt schon. Nein, das weiß ich von vorher. Nein. Es geht wegen die Schweine, was? So, aber den McCormick muss man unter den Raffen verpassen, weil das. Ist das der 300er McCormick, die? Ist. Wenn nicht, muss ich ihn umbauen. Ist es wurscht im Prinzip. Ich glaube aber, dass es war. Na, der 8er war es, ja, 627, das war der 670er. Aber ich glaube, den gibt es ja in 300, den muss ich umbauen. So, da haben wir Köckeling und euer Horst. Ist wie mit dem Flug. Wie Lemken, der wie andere Köckeling. So ist es ja. Weißt du, bei uns in Österreich sind halt viel, wir haben viel Kugeln, Querland haben wir viel. Und die Böttinger natürlich, gell? Ich weiß nicht, warum die so auf das stehen, gell? Aber es ist überall das Gleiche. So wie einer ein Auto fährt, ein Audi, der andere ein BMW, der andere fährt ein Mercedes, der nächste fährt ein Hyundai. Und ich finde, jede Marke ist gut, man muss nur dafür stehen. Ja. Und du kennst ja normalerweise auch irgendwo ein Bildung, wo in der Nähe Händler ist. Ne? Genau. Irgendwelche oder irgendwas. Ja. Weil keiner ist interessiert daran, 50 Kilometer oder 60 Kilometer bis zum nächsten Händler hinfahren. Nur ja. Weil dort jetzt ein John Deere, Fenta, Glas oder keine Ahnung was ist. Ja. Genau, den gibt es mit 310 PS. Natürlich, bei dir in der Nähe liegt, ist eine McCormick-Verdrehung. Ja, genau. Genau. Ja, okay. Weißt du zufällig, wie die Verdrehung hast? Ja, weiß ich. Und zwar ist das der Weber. Okay. Das passt eingoogeln, Burgenland, im Weber. Ja. Aus Landmaschinen Weber, gell? So heißt der Joachim, oder? Ja. Da schaue ich später, ja. Und der hat die McCormick-Verdrehung immer schon dabei. Also. Lange Jahre schon. Eine Internetadresse weiß ich sogar auswendig. Mhm. Ja, weil bei Facebook bin ich auf so einer, was weiß ich, ich hab das ja mal Comic-Seite, dieser Weiße hat mir da was unter. Ich meine, ich hätte erst von dem Weber da was gelesen. Vielleicht war das sogar von dem Bauernmarkt, wo du gesagt hast, schon irgendwie was. Nein, das war bei uns in ja, die haben auch dort auch erstmal sowas, ja? Ja. Ich hab dir gerade die Internetseite geschickt. Ah, okay. Dankeschön. Halt den Link. Mhm. Dann schauen wir, ob das dann ausreicht. Wie will man nämlich in. Ich bin schon wieder in der verkehrten Richtung unterwegs. Bist du ein Agro-Maßnehmer? Nee. Nein. Also ja, ich. Italiano. Siehst du es? Deine kennt mich schon besser. Die Emo, für mich gibt es nichts anderes, glaube ich, als die Emo. Ich weiß nicht, ich stehe auf den großen Flugkörper bis zum Gedichtmann. Weißt du, immer in Natura unten siehst du den in Italien wieder im unten war, gell? Wenn die gepflügt haben, Alter, das war immer ein Büdel für Götter, also die Flüge. Die haben ja fast so Betonböden. Ja, das kannst du wirklich sagen, ja. Also das letzte Mal, was da habe ich unten zugeschaut, das war der alte Vierter, was der, was da gibt, die 90 oder 100, 180, gell, was die stärkeren waren, die Orangenen oder die Fiat, gell? Die 180 PS, Ariel oben raus, gell, das war schon ein halber Ofenrohr. Und haben wir gedacht, Alter, der hat dann vier Scharer von denen drauf, gell? Aber Flugkörper 45er, glaube ich, oder 50er Körper, gell? War stillbohrend alles einmal. Nie und nimmer auf deinem Boden. Einer Gewicht und Raffengewicht da drauf. Der denkt nie und nimmer. Boah, der hat den weggezogen. Bin ich gestanden. Ist aber schon wirklich länger her. Warte, wieder unter einmal. Habe ich einmal gefragt. Na jo, hat er mal erklärt dann auf Italienisch. Gell? Also 300 Cavalli fahren da schon spazieren. Gell? Also 300 PS hat da schon da. Oder, gell? Ich meine, diese Motoren kannst du noch tunen, gell? Die hat von einem LKW-Motor drinnen gehabt, gell? Oha. Die alten Fiat, die, was die größten 6 Zylinder waren, hat der einen Motor eingebaut gehabt, gell?
Ich hatte gemeint, das moderne Zeug geht gar nicht so richtig damit mit den Geräten. Du musst noch rühren können am Schalthebel. Aber das glaubt so wie ein Trecker-Dreck, weißt du, wenn er gefahren ist. Da hat sich irgendwie alles verfinstigt. So. Das war nichts für die Greta, meinst du? Nein, die hätte da, die Greta hätte da nicht wirklich sehr Freude gehabt damit, glaube ich, einmal ganz kurz. Der braucht 410 PS. Oh, das ist mir wurscht, das muss ich schon kennen. Also, was lassen wir? Da werden wir schauen. Nein, ich mieten sich jetzt aber noch. Ich traue mich nicht mehr. Nicht, dass er mir nicht erzahlt. 1, 2, 3, 4, 5. Oje, oje, 7 Schuhe. Ich glaube, ich habe mich da verhaut. Den ganz großen habe ich nicht genommen. Okay. Den Mut habe ich jetzt nicht gehabt, muss ich dir ehrlich sagen, gell? Da hat mir jetzt ein bisschen der Übermut gefällt. Mal schauen wir mal, wenn wir den Anhänger, was da rauskommt, wie viel Meter? Oha. Ja, wie der schwingt. Der Fuß darf der Bauer eigentlich Handbauer wahrscheinlich. Was? Für den Fuß darf der Bauer eigentlich Handbauer wahrscheinlich, dass er den unterstellen kann. Ja, ich glaube, ich brauch da noch irgendwie noch ein Frontgewicht, 1000 Kilo, ich kann da eh noch eins dazu hängen. Nein, probieren wir es. Sind wir mutig, oder? Eben, du stellst schon mal ein VCA-Rad alle rein. Ja. Hab ich schon. Bin ich schon dabei. Allradsperre und was das, Dankeschön für den Leck, und was das sonst Neues hergibt. So, warte mal, wenn ich jetzt da oben fahre, dann bin ich sicher falsch, oder wie? Wo ist sein? Nein, geht nicht da. Fahren wir mal gleich da oben und bleiben wir hängen. Schauen wir mal, was er mit Kormnik alles kann, oder? Boah, ich merke, das Licht ist schon am Lenkrad jetzt momentan. Hey, halt auf, was ist? Das wird schon. Warte, wie sich das anfühlt, so. Ich glaube, da irgendwie. Alter, was hat's denn da jetzt? Ah, brems. Jetzt geht's wieder normal, okay. Wir haben damals gesagt, bei dem McCormick rausgekommen sind, gell? Also das ist jede Abwandlung von der IHC, ist ja klar. Die haben dann gesagt, bevor sie sich jetzt einen Ding kaufen, also einen Case, kaufen sie sich einen billigeren in McCormick. Das ist nichts anderes. Ich meine, ich weiß nicht, ich kann da nicht mitreden. Ja, wo haben schon Probleme gehabt mit dem McCormick? Ja, genug. Ja, Alter. Aber Joachim, es gibt andere Fahrzeuge, die haben auch genug Probleme damit, weißt du, was ich meine? Super wieder. Hab ich heute das halt ein Ding vor dem McManus, da war in Leipzig irgendwie so eine große Messe jetzt irgendwie von, wie heißt das, Landtechnik, der war der Landwirt MV oder wie der heißt, der war da dabei, der hat gesagt, der wollte ein Glas Terratrack, ist nicht lieferbar. Bekannter wollte ein Glas Mähdrescher kaufen, nicht lieferbar. Das ist alles nicht lieferbar, bei uns auch nicht. Ja. Dominik, bei uns auch nicht, ohne Schmerz zur Zeit, gell? Ja. Wahnsinn ist das. So, jetzt muss ich die Breite ermitteln. Jetzt schauen wir mal den Fluch da oben. Ah, der geht verkehrt. Ja, warum ist der verkehrt? Abhänger, löschen. Anhänger. So. C. Damit Breite ermitteln, aber das wird nichts gebracht haben. Wenn so man denkt. Ja, wurscht. Oh, Carvalho. Sperre. Oi.
Ui. Der geht aber da vorne ja ganz schön rein, schau mal hin. Also du bist schon fast unter die. Schnell der Stimme, Mann. Wieso geht der so tief rein? Um Gottes Willen. Das Flugrad. Schlaf ein neben beim Arbeiten nicht ein, gell? Naja. 6 km/h. Ja, ja. Oh oh. Oh oh. Kommst du hier auf, ja? Jetzt geht's wieder. Alter, aber die Textur stimmt auch irgendwie nicht, oder? Kann das der Pflug sein? Schau mal. Einmal geht's grad, einmal geht's schief, oder hat das das Feld? Alter. Ja, das ist ein Pflug. Bei uns ist alles gerade. Ja. Bei mir passt's. Ja, weißt du, was da ist? Vielleicht ist das mal vorne. Der vordere Schar, die ist fast komplett drin im Boden. Ja, ich sieh's, ja. Dass deswegen den Pflug da irgendwie schräg ist. Mhm. Vielleicht hat das aber auch mit dem Fahrzeug zu tun, dass es nicht bockt. Ich würde das jetzt anders machen. Ich hole mir jetzt einen anderen. Ich habe ihn eh noch gemietet, was? Nein, ich sag euch schon mal den Fiat. Nein, das muss schon passen. Ich mag jetzt echt mit dir mal ein bisschen durchkommen, was? Aber man hat gesehen, er hat sich geplagget. Er war nicht ganz einverstanden mit der Wahl. Wie viel PS hast du? 310. Ich weiß, 400 hätte er gebraucht. 450, ja. 400. Ja, knapp daneben. Na, 450 ist der große 450. Ja, das ist nicht der ganz große. Was? Der ist vorne am Frontlicht, da sollen keine Hochstäbe noch einspannen müssen. So ein Käfermotor einbauen, der Stadthübe, oder wie? Genau, ja. Der, was die Seilwinde dazu mit rausnimmt, oder wie? Jupp. Da warten wir schon mal. So, ich bin mal für euch aus. Noch ein schönes Trim. Oldwabbel, danke. Tschüssi. Vierte. Servus. Ja, du nur. Auch das gleiche Vieh. Hm? Den kommt jetzt trotzdem. Schauen wir mal. Na, bleib trotzdem bei ihm. Ermo kommt rüber. Hä? Also. Jetzt kativ. Obe damit. So. Genau. Man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Old Wappel, tschüssi, vierte. Servus. Ja, ciao. Servus. Wieder Böttinger. So was. So viel Pflüge. Ui, das ist, waren doch leicht. Ich sag das, ich glaube, ich brauche noch ein Zusatzgewicht dazu. Hab das schon irgendwie so in dumpfen Gefühle. So, was haben wir denn da zur Kategoriewahl? Wenn wir so einen Tausender dazu schmeißen, dann wird das gehen. Aber ich finde gerade sowas macht er, das macht es mal interessant, oder? Wenn man auch probieren kann und so. Also nicht immer alles ist hundertprozentig. Ja.
hat den 5 Jahre wie jetzt so der Zahnherd. Aber da war es Update, da bin ich mir gar nicht so sicher, seitdem habe ich es noch nicht probiert, gell? Ich bin ja ab, ich werfe jetzt den Fluch da rein. Was tust du? Robert, der Junge. Ey, willst du was Lustiges sehen? Was denn? Schau mal ins Stream. Also wie das gegangen ist, möchte ich jetzt wissen. Oh, oh, Cavallo. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Oh. Siehst du es gleich? Warte mal. Du wirst es gleich sehen. Ein bisschen dauert es noch. Vor mir fährt ein kleines Auto. Senkt in der Luft. Busch. Und der Wami habe ich es auf der Fronthydraulik gemacht. Auf dem Gewicht. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Okay. Hey, ich bin ja nicht einmal, glaube ich, angefahren. Ich weiß jetzt gar nicht. So grob zugefahren. Vor allem, Puff hängt auf meinem Frontgewicht vorn drauf. Hm? Auch nicht schlecht, oder? Ein Clio mitgenommen, ja. Siehst du, so hast du das gemeint vorher, Steini, oder? Genau. Siehst du, du hast es schon vorausgesagt, was passieren wird, oder? Ja, gerade. Du kennst ja schon gerade den Zug in Transportstellung, oder? Ist das? Ja, hätte ich können, ja, mit X, aber ich habe jetzt die. Wegen der VCA, weil wenn ich jetzt umklopp und dann bin ich neugierig, wann ist jetzt einschaut, was jetzt passiert. Ja, gratis verkehrt. Ist ja bestimmt. Jetzt geht's hin. Also, auswählen. So, für alle Neigen. Vorher habt ihr sehen können, wie man so ein Clio mitnimmt. Ist jetzt so. Was tust denn du da jetzt, Joachim? Ist jetzt kein Feld mehr zum Pflügen. Oh ja. Welches ist denn doch noch? Ist dann, oh, das geht schon wieder nicht mit Pizza noch dran. 7. Mhm. 7 ist noch einer. Ja, wenn nicht von Matur drauf gepackt ist, jetzt war das noch einer da. Ja, aber ich geh noch schnell kurz weg. Ja. Ich habe mir gedacht, ich sollte nämlich ganz kurz auslernen gehen. Oben kommt der Kaffee, erst oben kommt der Kaffee rein, unten will er wieder raus, oder wie? Ja, dann läuft der Ding, oder? Ja, blöde Erfindung. Ah ja, da passt. Dann bist du gleich. Tim, wie geht's dir überhaupt? Hier. Yeah. Mhm. Besser. Eh besser? Okay, super. Lebt denn der alte Holzmiete? Ja, das Lied kennen wir auch noch von wo, gell? Ja. Und wir da drin gesungen. Ja, er lebt noch. Genau. Ach, wie, ach, wie. Du sitzt. Ja, ist auf jeden Fall besser. Na Gott sei Dank. Temperatur auch nichts mehr. Naja, schwitzen tue ich schon noch ein wenig, aber das ist, weil ich mich umschneiden muss. Aber was ist das? Weil ich mich auch ganz schön anstrengen. Also anstrengen, ja, ja. Ja, das läuft ein wenig. Die hat schon kommen, nur nicht brummen. Alles nimmt seinen Lauf. Du tust dir ja noch leicht, du bist ja noch jung, was glaubst du, wie ich das immer durchgemacht habe? Hm? Bis ich das ja rausgehabt habe. Ja. 415 Abo. Okay. Danke. Und ihn dann abonniert zwischendurch. Ah Junge, mit welchem Gang fährst du? Mit dem zweiten. Aber ich glaube bei mir ist es noch eingeschaltet bei der VCA, dass der das automatisch macht. Ach, wunderbar. Ich weiß es nicht.
Ich habe aber vorhin auch die Gangschaltung automatisch rausgegeben. Schaltet aber neu. So gut, ich stelle mich da jetzt in der Mitte hin. Ich hoffe, ich störe euch da nicht. Weil dann sieht man euch ein bisschen, ha? Weißt du, was ich meine? So. So darf ich den Stern nochmal. So, ich bin gleich da, Leute. Jo. Schaut sie sehr bissig, gell? Mhm. Ich erinnere wieder im Verkehr. Super. Servus, Ostland Gamer. Ja, die Autos kommen jetzt da noch. Ja. So, da, wieder da. Ostland, Ossiland Gamer. Servus, grüß dich. Na, wend. Warte, ich muss mal schauen, ich glaube beim Camp kommst du bloß der Parcours raus.
Sekunde. So, Ketchup, bin ich wieder da. Na, für Alarm. Wo ich mir als erstes denkt. So, was war? Ich glaube, dass ich erst wieder reingegangen bin, hat so. Weiß nicht, wie verbrennt oder irgendwie so. Nein, verbrennt nicht, ah, so. Okay. Was der Krochen gehabt, gell? Dass man eigentlich nicht, dass ein Computer kurz zu haben. Was der kann das sein, dass in der Lüfter gerade nicht mag oder was, gell? Mhm. Aber das war ja für Alarm. Wurde zwar cool, bloß und so, passt. Im Moment, wenn man zu einer geht, hat der vielleicht irgendeinen Geruch aufgenommen gehabt oder was, gell? Mhm. Ich habe da gesagt, gehört noch Blüte der Siebener, glaube ich, gell? Ah, oh, ich glaube, Sieben hat es gehabt. Ja. Ja, Sieben war es, genau. Genau. Weil das ist ja ganz auf der anderen Seite der Welt. Er macht nichts. Ja, super, das ist jetzt aber blöd, weil da drüben da verwinkelt. Opa. Schau mal, schmeckt noch was. Ja. Aber früh habt ihr zwei nicht mehr da, gell, zum Pflügen, oder? Nein, wir machen das noch fertig. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so einer, zwei Meter oben gefahren war, dann warst du angestanden, gell? Ja, na, das passt schon. Jetzt hab's gar nicht mehr, jetzt seid ihr knapp beieinander, glaube ich. Ja. Das hat am Anfang noch mehr ausgeschaut. Und das Heu und das Ganze ist alles schon heimgefahren jetzt. Wahnsinn. Fleißig, fleißig. Oh. Die Nebenstraßen sind immer die liebsten, da fährt wenigstens kein Verkehr. Da kann ich ja so einen Mini-Cooper aufbaggern. Wenn wir immer unten schon das Vorgängende, ja? Jo. Ja. Aber der McCormick hat gar keinen so einen schlechten Spruch. So, ja, das ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, der Landini, der musste mal in der anderen Farbe zur, was weiß ich, wie man das jetzt sagt, anders blau halt auch, mhm. Ne? Schwarze Felgen, der schaut nicht schlecht aus, finde ich. Ja. Also man muss mehr sagen, das ist einmal was anderes und nicht immer das Gleiche sozusagen, gell? Ja, ja.
es jetzt richtig rennt. Schaut's aus. So, bin wieder da. Ich bin schon beim Feld herüber, gell? So wie der Auffahrt vorher habe ich minus 0,0, gell? Ja, passt. Aber ich glaube, also so, ist ganz egal. Du hast ja einen komplett anderen. Lass das, stell da 5 ein, dann geht der recht rot. Boah, das ist lang. Da hat man einiges vor. Ja, ja. Da gibt's aber für die Mods, glaube ich, auch schon, gell? Für den McCormick habe ich ja, nicht gesehen, gell? Der hat sogar schönere, die Masken fahren geht schöner zum Wochen, gell? Genau, genau. Wenn der gibt's auf den steht, Titan. 8 und den 7er, glaube ich, gibt's da, gell? Denn, von dem Lantini habe ich einen, da ist unten noch an die Scheibe, das ist so ein Tagfahrlicht. Ach so? Ja, der gibt's beim Discord auch. Magst du, der sitzt da hinten, Junior? Jo. Okay, weil der freut nochmal schnell. Noch Zeit. Oh. Ah, das könnte halt verkehrt sein. Oh, schauen wir mal. Na, ah, geht's? Okay, passt. Passt sogar, hätte man nicht gedacht. Aber jetzt mal am Anfang, wenn sie Karte am Anfang scannen, 90% fast immer gepflückt. Gell? Das ist halt immer Wahnsinn. Stoppe. Ah.
Also du warst doch von mir, okay? Ja, ich mochte kleine Ecke so. Wie lange sind wir überhaupt? Dennis? Ich mache ja kalten jetzt den Acker nochmal fertig und dann. Okay, ja. Wir sind jetzt da fertig mit dem Frühen, der Junge haut sich nochmal Kalk drauf und dann. Wir werden das auch nur da fertig machen. Es könnte aber ruhig vorher rausgehen, wenn es willst oder was, gell? Ja, ja. Ich mache nur, wenn wir gut dabei sind, weil wenn wir jetzt Hälfte, warte. Ich komme morgen einmal ausschlafen. Ohne Mock. Aber das wird eh wahrscheinlich wieder nichts werden, wie wir mich kennen. Ja, vor allem, du bist ja das Kunden, wie er aufsteht, da kommt. Ja, das ist ja das, gell? Ist da unser Noli. Aber Nachmittag haben wir wieder ein bisschen hinlegen und dann habe ich das aber überdacht, das Ganze, gell? Mit denen ein bisschen dort suchen, ein bisschen da suchen was, gell? Ist ja nicht bei dem Motor, sondern so in Real, weil der Motor sagen und tut ein bisschen. Dann habe ich das überdacht gehabt, habe ich vergessen. Ja. Ah, Baum, ich hab mir noch gedacht, irgendwas war mir jetzt im Weg. Hey. Ja, nach Kalken wollte ich noch schon an meinem Pullock am Hof ran. Na hey, ja. Nein, ab. Ja. Oh. Schon erledigt, gell? Ja, das ist der Arschstuhl irgendwo auf meinem Hobby da, oder? Aber der Stuhl besser gesagt. Ja, es ist der hier. Das denke ich mal, ja. wo sitzt denn? Eher von so einem Schreibtisch jetzt, oder was? Ja, ich, ja, ja, aber ich hab schon einen Gaming-Stuhl da, wo es war schon das Problem, oder? Der war zu hoch. Jetzt habe ich mir schon so einen anderen Gasdruckdämpfer eingebaut und jetzt war die noch auf die Rollen. Okay. Wieder tiefer gekommen, weißt du? Achso, der ist zu hoch, oder was? Ja, ja, da weißt du, die Fierst, die hängen da in der Luft und dann drückst du da vorne an die Oberschenkel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ja? Ne? Wie groß bist du überhaupt? 1,79. Okay. Stell ihm, was man alles weiß. Ja, na passt schon. Okay. Und dann druckst du. Boah, so hoch sind die Gaming-Stuhls. Ja, ja. Ich kann mit denen nicht umgehen, das sind mir zu hart, warte. Ich hab da extra jetzt, glaube ich, 50 Mal miteinander geschaut, überall. Und so wie da einen richtigen, so, weiß ich nicht, wie man das sagt, der Chefsessel, weißt du, der. Mit alle 100.000 Pustungen ablogen und so, weißt du, jetzt dann aufkloppen und und. Aha. Fürs Genick, weißt du, aber war gar nicht teuer, war eine Aktion, also das muss ich ehrlich dazu. Ich habe einfach nicht sitzen können, es war so alle möglichen Dinge gekriegt, gell? Den habe ich dann, fast neigen habe ich dann den Klang geschenkt. Also geschenkt, der hat gesagt, da bitte niemand. Der hat dann auch wollen, der hat dann auch wollen in den Ledersessel. Wo ist denn der Gaming-Stuhl dann hingegangen überhaupt? Wo ist denn der hin? Das ist jetzt gar nicht. Wir haben auf alle Fälle nicht sitzen können, ganz ehrlich gesagt. Das war okay. Auf lange Sicht ist das eigentlich nichts gewesen. Das hat nichts können. Ja, kurz so ein Sessel, wie du es beschreibst, hätte mir schade auch. Aber ich so einmal so in der Kürze der Zeit habe ich da jetzt nichts passendes gefunden. Bei mir das halt zum Beispiel bei Sessel auf dem Sack geht. Ja, mein Vater hat da einen Sessel da haben, der ist jetzt, was weiß ich, in 1,5 Jahren oder was, dann kaputt gegangen, was und lauter so zwei. Also wenn ich dann bin, dann bin ich schon was Gescheites, wascht und da habe ich jetzt irgendwie nichts gefunden. Es ist ja schwer, mit den Sesseln die richtigen also, zu finden. Da war Corona danach. So ein Kaufer, Ding da, ein Möbelgeschäft, Mai, mit einer Maske, wascht da. Ja, ja. Ja, ja. Da bin ich ja fix ja fertig hinten noch. Ja, ja.
warm überall drin und so weiter, ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war zwar Corona, aber da war eine Zeit lang bei uns alles ausgesetzt. Und da sind wir dann aufgekommen. Das war beim X-Lutz, glaube ich, haben wir den gefunden. War ein Ausverkauf oder was der gehabt haben von den Sesseln her, gell? Mhm. Und der ist schon wie einen anderen wollen, aber das war nicht so das Richtige. Und dann habe ich auch einen anderen, nein, doch nicht, doch und hin und her. Und dann irgendwie habe ich den gesehen drüber. Der war aber noch extrem hoch anpreist. Da habe ich gesagt, na gut, okay, gehen wir. Ja, auf den sind auch, muss ich die anlegen, 50% drauf schon, gell? Nur ist er nicht anpickelt, gell? Kommt erst morgen. Sag ich, naja, morgen fahre ich jetzt nicht aus, so wegen den. Hat er mir angeschaut, na gut, dann haben wir schon morgen. So sind die von der Bahn nicht, gell? Das sind so richtige. Aber das ist halt wahrscheinlich so ein typisch Deutsch-Dinger, weißt du? Mhm. Dass die dann lauter. Wenn du abends, wenn da mal uns waren im Gab Norma und so, wenn am Samstag abends schon Sachen eingeladen für den Montag, dann, wenn die im Angebot sind, da kannst du was hin, du kommst nur hier, die Rama, das zeigt dir schon ein, da kannst du nichts davon mitnehmen. Ja. Das geht aber auch mit dem Computer teilweise, weil der mit den Kassen, gell? Ja, ja. Weißt du, dass das erst da drinnen ist und dann können sie es gar nicht ponieren, gell? Wie der das dann gemacht hat, ist mir im Prinzip wurscht, was ich meine. Das ist ein großer Laden, das ist kein kleiner gewesen, gell? Oder dann ist er halt schon jetzt, ist egal. Jetzt muss ich dann direkt schauen, ob sie die Grafik verstellt hat. Weil die Flugtextur schaut mal ein bisschen bloß aus. Oder sie ist so momentan, weißt du, dass der das selber geändert hat, gell? Und zwar, ja. Ich kann mich erinnern, Aschbach oder Totiwa, das war irgendwie etwas dunkler, wenn ich ganz ehrlich bin. Stimmt, da hast du recht, ja. Ja? Ja. Ist da irgendwie ein bisschen heller das Ganze, so gräulicher dazu gemacht, gell? Ja, ja. Ja, aber den Flug, der zahlt er jetzt leicht. Und was hat überhaupt deine Frau gesprochen? Ist das was für sie oder gar nichts? Also ich fahre mal gerade schon so weit, okay. Da muss ich ja schon mal mit ihr fragen. So, ne? Also es ist ja so, dass wir im Video wahrscheinlich sowieso drei PCs haben. Ne? Also da kann schon mal sein, dass meine Frau nicht spielen muss. Muss! Also. Das war jetzt sehr galant ausgedrückt. Ja, anders hätte ich ja gelogen, Mensch. Also. Vielleicht komme ich ja bis dorthin noch am Status Zivil, weißt du, das weiß man ja nicht. Achso. Aber momentan ist halt der Status Muss. Naja, ich habe halt jetzt gesagt, kannst du mal schnell, dann hat sich ja zugekommen. Ja, ja. Ist auch nicht schlecht, ja. Man muss aber auch dazu sagen,
Meine Frage ist jetzt nicht so, weil sie, also ich verallgemeine das jetzt vielleicht, aber viele Damen, die spielen in LS, um ihren Pferdehof da zu bedingsen oder irgendwas, mhm. so der Sorten Dame gehört meine Frage nicht. Aha. Ja, das ist so ein geiler Such. Ich wollte die Schicksen nicht sagen, aber. Aber das merkt man wirklich viel, ja. Wenn du so ein bisschen durchschaust, sind wirklich viele dabei, die was dann in den Pferdehof und das Ganze eigentlich so mitbetreiben. Ja, stimmt aber, hast du recht. Oder gegen Schwichte nicht melden. Nein, gar nichts, absolut gar nichts. Ich habe jetzt im Gegensatz zu dir noch gar keine Dinge hochgeschaut, also kein Pferd. So was, also die haben jetzt nur so, wenn die da mal im Spiel irgendwie die Glitzen sehen oder irgendwas. Mhm. Aber so nicht. Ich meine, da jetzt ein Pferdehof, wie der platziert ist, finde ich schon relativ interessant. Es sind ein paar schöne Pferdehöfe gewesen, mit Mochenkarten, habe ich schon gesehen, gell. Aber das Blöde ist halt irgendwie nur Karp, also Reiten, wenn ich da ja so nicht da Leaving. Red vor so immer und dann zum Herzüchten und dann verkaufen. Ja, muss es auch irgendwie reiten oder du stößt den freiwilligen Helfer ein oder wie du schon hast. Genau, ja. Hopp, ist ein Mokart. Ist genauso mit den Schweinen irgendwie. Ich wüsste zwar gern, aber die Kühe kriegt man Milch und die Schweine kannst du im Prinzip nur mehr oder weniger verkaufen, gell? Ja, da kriegst du Ding was raus. Mühle und Mist kriegt man aus. Das ist sehr wichtig, gell? Ja. Gleich ist bei den Schafen. Da gehört auch irgendwie Mist oder irgendwas her, wenigstens, weißt du? So Nebenprodukte muss ich oft sagen, gell? Aber ich habe zum Jünger schon gesagt, jetzt bei der Untergriesbach war das, an dem oberen Hof, wo man da normalerweise empfängt, da habe ich im 19er aus dem Stall raus, wie heißt es, in Mist rausschaufeln können. Mhm. Das finde ich, das geht jetzt da beim 22er irgendwie komplett, dass zumindest halt die Ding hast, irgendwie die Schmal, dass du es ein- und ausschalten kannst. Ja, aber da hast du, was dann sagt, das war Mut, wenn ich. Das war damals der Mut mit dem Ausmisten, das war nicht in 19er integriert. Okay. Das war Mut. Das war das, dass man ausmisten muss, das war ein Mutsteller im Prinzip. Das war aber nicht fix drin. Okay. Du hast nur müssen in 19er teilweise die Sauberkeit machen, gell? Das hat müssen machen, die Sauberkeit, gell? Aber du bist einfach durchgefahren mit dem Frontlader, gell? Aber. Ja. Man muss jetzt ans Ding, 99% sowas gibt es fast gar nicht mehr. Aber das war aber blöd, weil das war kein Mist gewesen, sondern das war halt hinniges Futter im Prinzip, wo man durchgefahren ist, gell? Oder was weiß ich was, gell? Ja. Mist, das war selbstständiger Mut. Also das war ganz was anderes. Aha. Da merkt man es richtig, wenn man da pflügen oder was tut. Es werden dann die wenigeren Leute. Aber das ist im Prinzip wurscht. Macht keine Zeichen, oder? Sicher. Das ist halt. Also Karten, solche Stände oder was anfangen, ist das auch so. Ja. Ihm schon aufgehört oder ist er noch da? Ja, er hätte schon mal zu denken. Jo, ich schau da gerade noch so. Du noch. Ich hab noch gemeint, was da. Was hast du denn gescheit gefunden? Was? So, wie man denkt, du hast irgendwas gefunden. Nö, ich schau da gerade bei der Dindo, ein niedriges Bremsding, schau ich gerade. Mhm.
Also die habe ich eigentlich auf 100 eingestellt. Die Bremskraft, weil sonst ist es mir ein bisschen zu lasch. Mhm. Die Pedale bei dem Lenkrad, was wir haben, ist also das gleiche wie das mittlere Pedal, ist schon sehr hart zum Treten, oder? Oh ja. Das ja. Ist, und da gibt es nur, du kannst da nur Feder, den gibt es bei Amazon, aber momentan ausverkauft alles, schon seit einem Jahr, glaube ich, gell? Mhm. Da gibt es auch andere, gell? Für das mittlere Pedal, das leichter geht, gell? Mhm. Gut, da zu tauschen, aber selber wie. Ja. Wenn es ausverkauft ist, ausverkauft. Da kannst du es nicht ändern. Aber am halber wir jetzt abbleiben lassen. Jetzt kommt die Müdigkeit schon langsam zu Tage, nicht? Ja, ja. Das sind noch 9 Minuten, das sind noch 2-3 Reihen. Dann wird es gewesen sein bei einem. Soll ich sagen, bei mir bei der Logitech-Ding war 0 holen. Ja, ist normal. Die Sekundeinstellung ist 0. Nee, die habe ich schon länger geändert, aber die war jetzt gerade auf 0. Das hat mit dem Server zu tun. Wenn du im Server noch nicht eingestellt hast gehabt, gell, dann ist es immer auf 0. Wo meinst du nicht bei Logitech? In der VCA drinnen oder bei Logitech direkt? Bei Logitech direkt. Das Pedal oder was? Ah, die lass. Na, ich weiß ja nicht, du musst. Okay, passt schon. Ist mir jetzt zu schwer zu erklären, die. Gut, okay. Jawohl, Chefe. Ich denke, um die Zeit überhaupt noch aufnahmefähig zu sein. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das geht ja nochmal. Boah, jetzt wird aber wirklich müde. Jetzt ist auf einmal so ein richtiger Einbruch gekommen, gell? Ah, hier habe ich noch da schon aufgehört. Ah, hier.
Wann das jetzt? Ist was gekauft worden? Also ich hab nur irgendwas gehört, so Ding. Keine Ahnung, ist ja gut. Ah, das war mal eine Frage, schon gehabt da drüber mit irgendeinem Groß umeinander. Ach so? das könnte es vielleicht gewesen sein. Ist ja eh wurscht. Ist ja eh wurscht. So. Gut, dann mach ich jetzt früher auf, oder? Ey, müde, weil du hast ja gehabt, du tust ja wahrscheinlich nichts mehr, oder? Tust du noch was? Einen Betrag und warte auf den verdienten Feierabend. Ja, dann, ja. Dann, werden wir, dann wollen wir den wohlverdienten Feierabend machen. So, ich drehe noch um. Morgen oder irgendwann ist ja auch noch ein Tag, oder wie? Ja. So, jetzt nicht der Kameraeinstellung, habe ich da irgendwas auch umgestellt? Ist ja nicht. Was habe ich denn da umgestellt, sag einmal? Ist ja ganz deppert. Die Kamera. Aus, aus, aus. Hm? Okay, das habe ich umgestellt gehabt. Gut. Jetzt weiß ich ja, dass er meint, warum geht der Dreck da immer mit? Die Adoptivlenkung war eingestellt, gell? Gut, aber egal wie, was, wann. Für heute ist es gewesen, das Ganze, gell? Wir hören uns und sehen uns das nächste Mal. Kann sein, schon morgen. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, Baba, für alle. Pfiat euch. Ciao. Ciao. Ciao.